Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Ernährungssymposium unter dem Dach der Planetary Health Academy. Ich überbrücke noch ein wenig die Zeit, bis alle Teilnehmenden, die sich wirklich zahlreich angemeldet haben, den Raum betreten. Die Anzahl wächst stetig. Wir haben gestern Nachmittag noch die Grenze der 740 Anmeldungen überschritten. Wir glauben nicht, dass alle kommen, aber wir freuen uns sehr, dass eine so große Resonanz im Vorfeld. Ja, wir die erfahren haben und dass so viele Menschen Interesse am Thema der Ernährungs- und Agrarwende als einem großen Hebel der Transformation haben. Und ja, es strömen immer noch weiter Teilnehmende in das Meeting. Wir sind jetzt bei über 200 und ich freue mich sehr, dass ich Sie alle nach und nach begrüßen darf. Und bevor ich Ihnen die Agenda des heutigen Abends vorstelle oder des Nachmittags und Abends, darf ich Ihnen meine Co-Moderatorin Saskia Richards vorstellen. Ich freue mich sehr, dass ich ohnehin ja nicht alleine bin, weil wir fantastische Referierende und Podiumsteilnehmende haben. Aber eben auch in der Moderation bin ich nicht alleine, sondern wir machen das gemeinsam. Und vielleicht möchtest du ein paar Worte zu dir sagen. Ja, ich grüße natürlich auch alle und werde dich dann in der Podiumsdiskussion später unterstützen. Mein Name ist Saskia Richards. Ich arbeite für den Ernährungsrat Berlin, bin schon lange in der Agrar- und Ernährungswende Bewegung tätig und unterstütze im Moment auch Klug freiberuflich, unter anderem bei der Moderation heute. Ja, vielen Dank. Und dafür sind wir sehr dankbar, ich insbesondere heute. Mein Name ist Friederike von Gierke. Ich arbeite als Ärztin ebenfalls für Klug und werde vor allem durch den ersten Teil der Veranstaltung leiten, aber mich später auch natürlich noch weiter einbringen. Ja, zur heutigen Agenda. Also das Ernährungssymposium ist ja zweigeteilt. Heute haben wir Impulsvorträge und am Anschluss eine Podiumsdiskussion. Und morgen wird es noch interaktiver werden. Da werden wir transformative Initiativen und Projekte kennenlernen, aber vor allem auch viel in den Austausch gehen. Heute wird es im ersten Teil, wir stellen die Agenda gleich auch nochmal in den Chat zum Nachlesen, Impulsvorträge aus sechs verschiedenen Perspektiven geben. Dazu sage ich jetzt gar nichts Genaueres, sondern stelle dann unsere Vortragenden im Einzelnen direkt vorher vor. Und im zweiten Teil, ungefähr ab 18:30 Uhr, gibt es dann eine Podiumsdiskussion nochmal in erweiterter Runde mit Stellvertreterinnen aus Gesellschaft und Politik. Und auch darauf freuen wir uns schon sehr. Jetzt möchte ich gar nicht weiter sozusagen Sie auf die Folter spannen, Sie und euch, sondern wir starten direkt mit dem ersten Impuls. Und dafür darf ich Ihnen Dr. Martin Frick vorstellen. Er ist seit November letzten Jahres der Direktor des World Food Program Büros in Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Als promovierter Jurist, aber auch schon vorher lange Zeit an der Schnittstelle Klima und Ernährung tätig gewesen, unter anderem als Klimachef der UN-Welternährungsorganisation. Oder auch als deutscher Botschafter bei den Vereinten Nationen. Und ich freue mich sehr, dass wir mit dem Thema Welthunger und Klimagerechtigkeit als einem zentralen Thema in dieser ganzen Debatte starten und natürlich auch darüber, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank und danke für die nette Vorstellung. Was mich sehr freut, ist, dass hier aus dieser Perspektive klar wird, wie alles mit allem zusammenhängt. Und ich will vielleicht anfangen damit, mit dem Welthunger, wie Sie das gesagt haben. Ich schaue nur auf die Uhr, dass ich meine 10 Minuten nicht überschreite. Es ist gerade Halbzeit bei den nachhaltigen Entwicklungszielen und den nachhaltigen Entwicklungsziel Nummer 2 hatte sich die Weltgemeinschaft 2015 eigentlich vorgenommen, Hunger bis 2030 abgeschafft zu haben. Ein ziemlich ambitioniertes Ziel, das eigentlich nicht wirklich die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es hätte verdient. Aber ich will mal kurz anfangen, warum das überhaupt in der Diskussion war. Wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip eine unglaubliche Erfolgsgeschichte erlebt, in dem der globale Hunger immer weiter abgenommen hat, bis wirklich 2015, so dass die Weltgemeinschaft auch zuversichtlich war, dass dieser Trend fortgesetzt werden könnte. Und dann passiert genau das Gegenteil. Wir haben verschiedene Hungerzahlen, die sind alle dramatisch. Die Zahl der fehlernährten Menschen. Und da unsere Moderatorin Medizinerin ist,
will ich auch gleich sagen, wie unendlich wichtig das ist, dieses Ernährungsthema eben nicht nur als Kalorien, sondern als gesunde Ernährung zu verstehen, insbesondere wenn es um schwangere Frauen, stillende Mütter und Kleinstkinder geht. Denn Mangelernährung an diesem Punkt des Lebens kann bis zu lebenslanger Behinderung führen. Die Zahl derer, die mangelernährt sind, geht in die Milliarden. Die Zahl derer, die chronisch hungrig sind, wird bei über 800 Millionen geschätzt. Aber worüber ich sprechen will, ist die schlimmste Form des Hungers. Die akut Hungrigen, die also tatsächlich bis hin zu Hungersnöten bedroht sind in ihrer täglichen Existenz. Und da hatten wir 2019 135 Millionen Menschen, um die wir uns akut Sorgen gemacht haben. 135 Millionen zu viel natürlich. Im Dezember letzten Jahres waren wir bereits bei 276 Millionen Menschen. Und man erinnere sich, da war noch kein Schuss in der Ukraine gefallen. Und jetzt mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist diese Zahl noch weiter in die Höhe geschossen. Wir haben heute geschätzte 345 Millionen Menschen, um die wir uns akut Sorgen machen müssen. 22 Millionen allein am Horn von Afrika, das die schlimmste Dürre seit 4 Jahrzehnten erlebt. Und unser neuester Einsatz bringt uns nach Pakistan, wo ein Drittel der Oberfläche des Landes unter Wasser ist. Was ist da passiert? Warum schießen diese Hungerzahlen so hoch? Und da möchte ich 4 Cs erwähnen. Das erste C und nach wie vor das Wichtigste sind die Konflikte. Wir haben heute doppelt so viele Konflikte wie vor 10 Jahren und diese Kriege nehmen kein Ende. In Syrien tobt der Krieg seit 12 Jahren. Im Jemen sind wir im 7. Jahr des Bürgerkriegs. Südsudan, jetzt Äthiopien und die Folgen des Krieges und des Regimewechsels in Afghanistan beschäftigen uns natürlich auch extrem. Und in dieser Lage, in der wir diese gesamten humanitären Krisen nicht abschließen können und nicht sagen können, das ist jetzt vorbei, wir konzentrieren uns auf das nächste Land, nun also auch noch die Ukraine, ein Land, das mit 40 Millionen Einwohnern in Friedenszeiten bis zu 400 Millionen Menschen ernährt, ist jetzt zum Empfänger für Lebensmittelhilfe geworden. Das erste C, Konflikte. Das zweite C, Covid. Covid hat in den letzten Jahren Millionen von Menschenleben gekostet. Es hat aber auch dafür gesorgt, dass Volkswirtschaften weltweit erschöpft sind, dass gewaltige Ressourcen gebraucht worden sind. Unser Chefökonom rechnet mit bis zu 23 Trillionen Dollar. Das sind 30% des globalen Bruttosozialprodukts, das Covid gekostet hat. Und das kam in einer Zeit, in der eigentlich viele, vor allem Entwicklungsländern, bereits verschuldet war, aber mit ihrer Verschuldung noch irgendwie umgehen konnten, jetzt aber rasant in eine Schuldenkrise geschlittert sind. Wir haben es selber gesehen in den Nachrichten in den letzten Tagen, ist Dollar-Euro unter die Parität gegangen. Das heißt, der Dollar ist jetzt teurer geworden als der Euro. Das spüren wir in vielen Ländern der Welt, die Lebensmittel vom globalen Markt kaufen. Ist das eine Katastrophe? Denn sie müssen zunächst ihre lokale Währung, die immer weniger wert wird, in Dollar umsetzen, um dann für diese Dollar zu extrem hohen Preisen auf dem Weltmarkt einzukaufen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben 345 Millionen akut hungrige Menschen auf dem Planeten, dann ist das eine schockierende Zahl. Schockierend ist aber auch, dass das in 82 Ländern der Welt sind. Wir sind also weit über dem hinaus, was man normalerweise als Hunger-Hotspots kennt. Es ist tatsächlich eine globale Krise, in der wir drinstecken. Und jetzt das dritte C, der Klimawandel. Da haben sich in diese Hungerzahlen seit Jahren immer stärker die Klimakomponenten übersetzt, wenn ich das so sagen kann. Auch in Situationen, in denen man das vielleicht gar nicht so unmittelbar sieht. Afghanistan zum Beispiel, natürlich
ist das Taliban-Regime verantwortlich für eine unglaublich kritische humanitäre Situation. Aber Afghanistan hat zum Beispiel auch durch den Klimawandel nicht die Menge an Eis und Schnee in den Bergen, die es üblicherweise gehabt hätte. Und das übersetzt sich in einen Mangel an Schmelzwasser im Frühling, das wiederum landwirtschaftlichen Anbau sehr, sehr schwierig macht. Die Folgen des Klimawandels beschäftigen uns immer mehr. Und wir haben in der gesamten nördlichen Hemisphäre eine Hitzewelle erlebt, wie wir sie noch selten gesehen haben. Und leider ist es ja so, dass dieser heiße Sommer, den wir erlebt haben, wohl der kühlste Sommer unserer Zukunft ist. Die Auswirkungen des Klimawandels entwickeln sich eben nicht linear weiter, sondern sie nehmen an Geschwindigkeit und Schwere zu. Und gerade jetzt machen wir uns größte Sorgen um sogenannte Kipppunkte, die die globale Erwärmung noch mal wesentlich beschleunigen würden und bestimmte Ökosysteme komplett zum Kollaps bringen würden. Und wenn man nun diese Komponenten zusammennimmt, ergibt sich daraus eine extrem giftige Mischung. Und in dieser Mischung hat der Ukraine-Krieg nun den 5 größten Produzenten von Weizen und den 2 größten Produzenten von Sonnenblumenöl quasi über Nacht vom Markt genommen. Die Preise sind explodiert, eben nicht nur für Grundnahrungsmittel, auch für Energie, wie wir ja alle spüren, und für Transport. Und das beschäftigt uns nun als Welternährungsprogramm in doppelter Hinsicht. Zum einen nimmt die Zahl derjenigen, die unsere Hilfe benötigen, rasant zu. Zum anderen sind wir mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, natürlich unter Druck, denn wir bezahlen ja auch diese enormen Preise am Weltmarkt und Transportkosten, die schlichtweg explodiert sind. Wir hatten 2019 noch durchschnittlich $1,000 für einen Containertransport ausgeben müssen. Jetzt sind es $4,000. Jetzt habe ich noch 2 Minuten, wenn ich mich nicht getäuscht habe, und ich will nicht ganz mit Doom und Gloom abschließen, denn in meinen Augen ist die Landwirtschaft eigentlich unsere größte Möglichkeit, multiple Krisen umzudrehen. Es ist eine Frage der Klimagerechtigkeit, dass wir diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, nämlich Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die am stärksten darunter leiden, denn 80% der Hungerleidenden dieser Welt sind ja absurderweise Klein- und Kleinstbauern, dass wir die unterstützen. Und wenn wir das tun, stellen wir eben nicht nur einen Beitrag zur Ernährungssicherheit zur Verfügung, sondern wir können auch einen Beitrag dazu leisten, dass degradierte Ökosysteme wieder zurückgebracht werden, das Land wieder urbar gemacht werden kann, dass Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder in den Boden gelangen kann, wo es der wesentliche Bestandteil ist für Bodenfruchtbarkeit, aber eben zum Beispiel auch für die Absorptionsfähigkeit von Wasser. Eine Tonne Humus im Boden ist in der Lage, 24 Tonnen Wasser aufzunehmen. Und was wir ja momentan sehen, diese Wechselwirkungen aus langer Hitze und Dürre und dann sintflutartigen Regenfällen, ist natürlich eine tödliche Mischung, um die wir uns kümmern müssen. Und wenn wir nun in der Lage wären, tatsächlich Klimagerechtigkeit dadurch herzustellen, dass wir Bäuerinnen und Bauern nicht nur dazu anhalten, selbst ihren Lebensunterhalt zu verdienen, in denen Lebensmittel produziert werden, sondern indem wir auch honorieren, was sie für einen Beitrag leisten, um unser globales Lebenserhaltungssystem zu unterhalten, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Ich sehe, die Zeit ist vorbei und freue mich auf die Diskussion und höre mal hier auf. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel zu besprechen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Eröffnung des Feldes und diese Einblicke ja aus verschiedenen Perspektiven und auch wirklich die konkreten Lösungsansätze, um die es auch im letzten Teil ja nochmal ganz vermehrt gehen soll. Die verharren wir nicht im Doom und Gloom, sondern was ziehen wir daraus für Konsequenzen auf den verschiedenen Ebenen, die ja heute auch zunehmend vertreten sein werden oder schon sind. Insofern, ja, vielen Dank für diesen ersten Impuls. Wir schreiten direkt weiter. Es klang auch schon an, wir haben nicht nur ein
riesiges und ich finde eigentlich ein in dem im Jahrhundert, in dem wir uns befinden, skandaloses Problem mit Unterernährung, sondern absurderweise ja gleichzeitig auch ein massives Problem mit Fehl- und Überernährung, ebenfalls mehrere Milliarden Menschen betroffen. Und um die Pandemie der Fehlernährung soll es auch im zweiten Impulsvortrag gehen. Und da freue ich mich sehr, dass ich Professor Dr. Martin Smollig begrüßen darf. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Pharmakonutrition am Institut für Ernährungsmedizin in Schleswig-Holstein, in Lübeck genauer gesagt, am Universitätsklinikum und außerdem Herausgeber des Fachblogs Ernährungsmedizin. Vom Hintergrund nicht nur Pharmazeut, sondern auch Biologe, also genau eine spannende Kombination zu diesem Thema. Und ich freue mich sehr, dass wir ja zu diesem Thema jetzt eine Impulse hören und weiter den Bogen spannen, über dem der heutige Tag steht. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier die ernährungsmedizinische Perspektive einbringen kann in dieser wirklich tollen Veranstaltung. Und der Titel, wie Sie sehen, jetzt meines Impulses, das ist ja wirklich auch nur ganz kurz als Impuls gedacht, ist die Pandemie der Fehlernährung. Und es ist so, dass die, wir haben es ja gerade auch schon gehört, Covid-19, SARS-CoV-2-Pandemie, die ist bei uns in der westlichen Welt, aber auch in den Schwellenländern auf eine chronisch fehlernährte Gesellschaft getroffen. Wir sind eine fehlernährte Gesellschaft und die hat uns auch sehr anfällig gemacht für die gesundheitlichen Probleme von SARS-CoV-2. Und wenn man über Fehl- und Mangelernährung spricht, dann zeige ich gerne diese zwei Bilder, woran natürlich ganz oft zu Recht gedacht wird, ist Hunger, wir haben es gerade auch gehört, Hunger, Mangelernährung, Fehlernährung in Entwicklungsländern, in Schwellenländern. Wir haben auf der anderen Seite, und das haben Sie ja gerade auch gesagt, absurderweise eine Flut von Mangelernährung, eine Pandemie von Fehlernährung in der westlichen Welt, aber nicht nur bei uns, sondern auch in den Schwellenländern. Und das soll jetzt gar nicht relativieren, dass wir gerade über Hunger in der Welt gehört haben, sondern das sind einfach zwei Formen von Mangel, Fehlernährung, die global absurderweise nebeneinander stehen. Das heißt, sowohl dieses Hungerproblem haben wir zunehmend als auch das Problem der Mangelernährung, der Fehlernährung in den westlichen Ländern. Und global ist es so, das sind jetzt Daten von 2019, dass mehr als doppelt so viele Menschen an Überernährung sterben wie an Unterernährung. Ich will das immer als Disclaimer dazu sagen, das soll jetzt natürlich nicht das Problem des globalen Hungers relativieren, sondern das sind Probleme, die durch Verteilung natürlich auch verursacht sind und die nebeneinander stehen. Also wir haben auch ein ganz großes Problem an Überernährung. Es ist so, dass wenn man sich die WHO-Zusammenstellung der 10 größten Gefahren für globale Gesundheit anschaut, dann haben wir, wie Sie es hier sehen können, auf Platz 1 natürlich Luftverschmutzung, Klimawandel, Klimakrise, aber dann auf Platz 2 nicht übertragbare Krankheiten. Dann das war noch vor SARS-CoV-2, deshalb ist das hier nicht mit drin. Aber wir haben hier Grippeepidemien und antimikrobielle Resistenzen, HIV, Denguefieber, Impfskepsis und so weiter. Und in diesem Kontext klingt ja nicht übertragbare Krankheiten ganz oft besonders harmlos. Also vor Ebola, da haben wir Angst und vor irgendwelchen Polioerregern, aber nicht übertragbar, da kann ich mich einfach so schützen. So einfach ist es aber nicht, wenn man in westlichen Ländern oder in Schwellenländern lebt. Denn es ist so, dass global diese nicht übertragbaren Krankheiten für rund 71% aller Todesfälle verantwortlich sind. Das ist oft gar nicht so präsent. Und wenn man dann überlegt, was steht dahinter, dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher, was sind das für nicht übertragbare Krankheiten? Und da sprechen wir insbesondere von 5 Krankheiten, nämlich über den Killer Nummer 1 in der westlichen Welt, die Herz-Kreislauf-Erkrankung, kardiovaskuläre Erkrankung, die Adipositas, Diabetes mellitus Typ 2, also Störung des Insulinstoffwechsels, des Zuckerstoffwechsels, chronische Atemwegserkrankung und das ganz große Thema der Krebserkrankung. Ja, das zusammen sind die top nicht übertragbaren Krankheiten und da wird, glaube ich, schon deutlich, warum das
wirklich diese Zahl, 3/4 im Prinzip aller Todesfälle weltweit betrifft. In Deutschland ist es so, dass 2/3 aller Todesfälle durch diese nicht übertragbaren Krankheiten verursacht werden. Und dahinter steht natürlich nicht nur menschliches Leid, sondern auch Kosten. Diese nicht übertragbaren Krankheiten sind für 60-80% der direkten Gesundheitskosten verantwortlich. Daneben kommen natürlich noch die indirekten, die intangiblen Kosten und so weiter. Ja, aber der Großteil unserer Gesundheitskosten geht auf diese nicht übertragbaren Krankheiten drauf. Diese Top 5, da habe ich jetzt eins rausgenommen oder zwei Punkte will ich da besonders betonen. Das eine ist, was in der Ernährungsmedizin bezeichnet wird als der Adipositas-Tsunami, der auf uns zukommt. Also Adipositas, für alle, die da nicht so drin sind, ist ja ein BMI von über 30 Kilogramm pro Quadratmeter. Die altdeutsche Bezeichnung war Fettleibigkeit oder Fettsucht. Und da sehen Sie über die letzten Jahrzehnte diesen Anstieg. Und was man auch gut sehen kann hier, da haben Sie die englischsprachigen Länder und Europa, aber auch insbesondere hier Südamerika, Asien, Südostasien, teilweise auch in Afrika, haben Sie dramatische Inzidenzen, Anstiege der Inzidenzen an Adipositas. Deshalb wird davon Adipositas-Tsunami gesprochen. Wenn man sich das bei uns anschaut, in Deutschland, die Prävalenz von Übergewicht und Adipositas, dann sind das bei den Erwachsenen ungefähr 54%. Das heißt, der Normalzustand in Deutschland ist, übergewichtig oder adipös zu sein. Bei den Kindern und Jugendlichen zwischen 3 und 17 Jahren sind es ungefähr 16%. Bei Adipositas, deshalb will ich das auch betonen, wird oft so getan, als wäre das ein ästhetisches Problem. Das ist kein ästhetisches Problem, sondern das hat zwei ganz gravierende Facetten, nämlich ein gesundheitliches und ein soziales. Gerade der soziale Aspekt wird oft übersehen. Ja, das heißt, wir haben gravierende Folgen dieses Adipositas-Tsunamis und dieser Fehlernährung insgesamt in der westlichen Welt, die ursächlich für diese nicht übertragbaren Krankheiten ist. Wir wissen zum Beispiel für Deutschland, Stichwort Ernährungsarmut, dass Kinder mit niedrigem sozioökonomischen Status 4-mal häufiger adipös sind als Kinder mit einem hohen sozioökonomischen Status. Also auch da Ernährungsarmut, Ernährungsbildung, Health Literacy spielt eine ganz, ganz große Rolle. Dann, was auch vielen gar nicht klar ist, ungefähr 1/4 aller Krebserkrankungen sind ernährungsbedingt. Und zwar, dafür haben wir jetzt keine Zeit, die zentrale Ursache dafür ist Adipositas. Und das bedeutet, auf eine Adipositas-Pandemie, auf diesen Tsunami, den wir gesehen haben, wird in den nächsten Jahrzehnten eine Krebspandemie folgen, weil die Adipositas eben ursächlich für sehr, sehr viele Krebserkrankungen langfristig ist. Dann ist es so, bei uns in Deutschland, wenn man sich die Top 15 Diagnosen in der Hausarztpraxis anschaut, sind 13 dieser Top 15 Diagnosen ernährungsmitbedingte Krankheiten. Das soll nochmal diese Dramatik der Krankheitslast bei uns deutlich machen. Und wenn man sich anschaut, die ernährungsbedingten Herz-Kreislauf-Todesfälle. Da sehen Sie die Europakarte und Deutschland ist nicht grün und blau, sondern gelb, weil es in Deutschland 50% mehr ernährungsbedingte Herz-Kreislauf-Todesfälle gibt als in Westeuropa. Also selbst England, wo immer dann Witze über das englische Essen gemacht werden, selbst die schneiden da deutlich besser ab. Ja, und anderes großes Thema, in Deutschland sind 1/3 aller Krankenhauspatienten mangelernährt. Es gibt bei älteren Menschen 60-70%. Also auch das ist was, was eigentlich ein Skandal ist für unser Land. Was bringt gesunde Ernährung? Also es ist gut untersucht, welche Faktoren das sind. Das sehen Sie hier, gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht drauf ein. Aber wir wissen, dass Vollkorngetreide und Gemüse und Obst und Hülsenfrüchte natürlich da zu einer gesunden Ernährung beitragen. Und es ist so, dass die Umstellung von dieser üblichen westlichen Ernährung auf eine gesunde Ernährung für die Menschen 11-13 mehr gesunde Lebensjahre bringen würden. Also nicht nur eine Lebensverlängerung, sondern wirklich gesunde Lebensjahre von mehr als einer Dekade. Und das Tolle ist, um den Rahmen so ein bisschen zu erweitern, diese gesunde Ernährung, die ist ohne Zielkonflikt, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Denn gesunde Ernährung für mich bedeutet automatisch auch eine gesunde Ernährung für den Planeten. Das sind hier ist eine Abbildung, die kennen vermutlich einige von Ihnen von Clark 2019. Da sieht man den Umweltaspekt einiger Nahrungsmittel.
Mittelgruppen und hier unten die Sterblichkeit. Und wir sehen, dass was hier unten ist, grün, da haben Sie geringe Sterblichkeit, gute Gesundheitseffekte und geringen ökologischen Impact. Das sind die gesunden Lebensmittel für den Planeten und für uns als Menschen. Während das, was hier da nach rechts oben geht, ne, das ist mit höherer Sterblichkeit verbunden, höherer Krankheitslast, aber auch mit einem ökologischen Nachteil. So, und um das abzuschließen, wenn man das halt auch so, ich will ja auch immer die Lösung gerne betonen, wenn man das ernährungsmedizinisch dramatisch sieht, wie es wirklich ist, ist oft der Impuls, naja, wir müssen mal überlegen, was kann man überhaupt machen. Und da will ich das Positive eigentlich in den Vordergrund stellen. Die Lösungen dafür liegen längst auf dem Tisch. Also da muss keiner das Rad ernährungsmedizinisch neu erfinden. Wir haben da kein Erkenntnisproblem, wir haben ganz klar ein Umsetzungsproblem. Und welche Lösungen sind das? Kann ich jetzt auch nicht im Detail erläutern, aber ich will hier die Quellen zeigen, wo man da sehr, sehr gut das als Blaupause nehmen kann. Wir haben von 2020 das hervorragende Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung, Politik für eine nachhaltige Ernährung. Da ist wirklich ein ganzes Portfolio an wirksamen, gut evaluierten Maßnahmen drin. Dann haben wir die Publikation zum Healthy Food Environment Policy Index. Auch da haben Sie viele gute Maßnahmen drin, teilweise deckungsgleich. Und dann gab es im Rahmen der Koalitionsgespräche im letzten Jahr zwei Initiativen, Nutrition Coalition und Ernährungswende anpacken, aus den ernährungswissenschaftlichen, ernährungsmedizinischen Verbänden, Fachgesellschaften in Deutschland, die sich sonst gerne nicht so wohlgesonnen sind, sage ich mal vorsichtig. Aber hier ist wirklich ein ganz, ganz großer Konsens an Maßnahmen, die man machen kann, um dieses ernährungsmedizinische Problem, was sich da zunehmend anbahnt, angehen zu können. Und das Fazit, Sie sehen es hier ganz, ganz kurz, wenn ich das zusammenfassen könnte, diese Maßnahmen, die man machen sollte, wäre das die dringende Stärkung der Verhältnisprävention, also nicht die Verantwortung auf das Individuum abschieben und sagen, ist einzig deine Entscheidung, wie du dich ernährst, das ist definitiv nicht so, sondern Stärkung der Verhältnisprävention. Und in dem Zusammenhang, gerade wenn es auch um die sozialen Aspekte von Fehlernährung geht, die Förderung, auch die regulative Förderung fairer Ernährungsumgebungen, damit es dann auch leichter wird, sich gesundheitsförderlich zu ernähren. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich nehme das als Schlusswort. Sehe ich das richtig? Richtig, das sehen Sie richtig. Wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank. Und diese Folie möchte ich am liebsten generell über diese ganze Frage der Klimakrise und der Umweltkrise, der Überschreitung planetarer Grenzen stellen. Die Lösungen liegen auf dem Tisch und wir brauchen an vielen Stellen nicht die Verantwortung auf das Individuum abwälzen, sondern systemische Veränderungen. Und fand ich insofern eine fantastische letzte Folie, weil sie so übertragbar ist, glaube ich, auch auf andere Kontexte und wir das an ganz vielen anderen Stellen heute auch noch sehen werden und auch konkret sehen werden, wie denn die Lösungen auch in anderen Feldern aussehen können. Und das klang ja im ersten Beitrag auch schon an, dass wir ganz häufig Co-Benefits haben. Also ja nicht nur bei gesunder und klimaverträglicher Ernährung, sondern generell auch, wenn wir es auf die Ebene der Agrarsysteme heben, Lösungen, die sich gegenseitig positiv ergänzen. Und umgekehrt natürlich auch Probleme, die in der aktuellen Situation entstehen, die dann auf mehreren Ebenen entstehen. Also ganz herzlichen Dank für diesen zweiten Impuls und diese sehr prägnanten Einblicke in dieses Themenfeld. Ein Bereich, in dem auch deutlich wird, dass wir als Individuen mit Systemen interagieren und auch mit Gesellschaft mit Systemen interagieren, und zwar auch den ökologischen. Diesem Thema widmen wir uns jetzt. Und ich freue mich sehr, dass ich unseren dritten Gast, Professor Simone Sommer, vorstellen darf. Sie ist Direktorin des Instituts für Evolutionsökologie und Naturschutzgenomik an der Universität Ulm. Und wofür diese komplexen Wörter stehen, wird, glaube ich, jetzt gleich sehr einfach und eingänglich deutlich, denn es geht darum, wie eben unsere, oder ein Forschungsschwerpunkt ist, wie unsere menschlichen, unsere anthropogenen Einflüsse ökologische Veränderungen hervorrufen und damit beispielsweise neu auftretende zoonotische Erkrankungen. Das ist uns, glaube ich, allen im Kontext Covid-19 auch nochmal besonders deutlich geworden, aber viel besser erklären kann uns das unser Gast. Noch ein Wort zum Hintergrund.
ist ebenfalls studierte Biologin und hat sich dann im Feld der Zoologie habilitiert. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und dieses Themenfeld uns näher bringen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Erstmal herzlichen Dank für die freundlichen Worte zur Einführung und dann für die Einladung. Auch an Sie guten Abend, nah und fern an den Bildschirm. Ich muss mich ein bisschen für meine Stimme entschuldigen. Ich bin etwas erkältet. Ja, auch wenn berechtigte Hoffnung existiert, dass oder besteht, dass die derzeitige Pandemie bald für beendet erklärt wird, sind natürlich die Hauptrisikofaktoren, die Haupttreiber der Entstehung neuer, potenzieller, gefährlicher Zoonosen nicht gebannt. Und so möchte ich mit Ihnen zunächst einmal die Haupttreiber der Entstehung von Zoonosen noch einmal kurz zusammenfassen, um uns dann zu vergegenwärtigen, dass unser Ernährungssystem hier einen wesentlichen Beitrag liefert. Als Ökologin ist mir immer wichtig zu betonen, dass Mikroben, Parasiten, Pathogene natürliche Bestandteile unserer Ökosysteme sind und lang auf der Erde waren, bevor jegliches höhere Leben entstanden ist. Das heißt, in natürlichen Ökosystemen besteht durch jahrtausendelange Koevolution, durch Anpassungsprozesse kein Risiko, dass irgendeine Art wirklich durch Parasitenpathogene ausstirbt. Risiken entstehen dann, wenn Kontakte entstehen mit sogenannten naiven Organismen, und zwar immunologisch naiven Organismen. Egal, ob es nun zwischen einem Wildtier ist, einem Haustier, Nutztier oder dem Menschen, wenn Tiere zusammentreffen, Menschen zusammentreffen, deren Immunsystem nicht angepasst ist, dann kann es zum Risiko einer neuartigen Erkrankung kommen. Was sind nun hier die Haupttreiber? Der erste ist der kommerzielle Wildtierhandel. Das spielt für uns in der Ernährung hier in Europa weniger eine Rolle, ist aber in Afrika und in Südostasien ein ganz wesentlicher Bestandteil. Der zweite große Punkt ist dann allerdings die Massentierhaltung, und hier spielt unsere Ernährung durchaus eine Rolle. Wir wissen es für Vogelgrippe, Schweinegrippe, es gibt aber auch noch andere potenzielle Kandidaten und natürlich auch, wie wir gehört haben, Pelztierhandel, auch das ist auch allein aus tierethischer Sicht alles nicht mehr akzeptabel. Und der dritte große Punkt, das sind Umweltveränderungen. Als Ökologin würde ich Ihnen jetzt gerne die komplexen Zusammenhänge im Detail erklären. Das geht hier aus Zeitgründen nicht. Deshalb möchte ich es dabei belassen, dass durch Abholzung nicht nur genereller Verlust von Biodiversität verursacht wird, sondern dass auch die gesamten Artengemeinschaften sich verändert. Der Spezialisten, der Generalisten, der Häufigkeitsmuster, der Nahrungssuche und damit aber auch der Kontaktwahrscheinlichkeit zwischen manchen Wildtieren an der Grenze, an den Störungsgrenzen, dann mit Nutztier, Haustier und Mensch. Und in der Tat werden 31% der Krankheitsausbrüche unmittelbar als Folge von Entwaldung gesehen. In den letzten Jahrzehnten hat Entwaldung weltweit massiv zugenommen, exponentiell daran gekoppelt, die Umwandlung in domestiziertes, in genutztes Land und die Abnahme unserer Biodiversität. Wenn wir uns einfach jetzt mal anschauen, wo das vor allem stattfindet, so haben wir einmal in Südamerika die gigantischen Abholzungen im Amazonas, aber auch in den südlichen Regionen vom Amazonas für Rinderweiden, aber vor allem für Soja, riesige Sojaflächen. Wenn wir nach Asien gehen, sind es vor allem Palmölprodukte, die hier die Abholzung vorantreiben. Und in den gemäßigteren Zonen ist einfach die industrielle Landwirtschaft. Wenn wir uns jetzt auf Südamerika fokussieren, so hat hier in den letzten 20 Jahren die Fläche für Sojaanbau verdoppelt. Wenn man Amazonas anschaut, ist es ein 10-facher Anstieg. Für ganz Südamerika ist zurzeit die jährliche Abholzung für Soja liegt die bei 9%. Das sehen Sie hier dargestellt. Diese gelben und rot markierten Flächen zeigen diese akuten Abholzungen für Soja. Das Problem dabei ist, es wurde ja eben schon auch der Klimawandel angesprochen. Wenn wir 30% der Waldbedeckung im Amazonas massiv gestört haben, wird der normale tägliche Wasserkreislauf, Verdunstung, Niederschlag
zerstört, die Wälder werden austrocknen, es werden riesige Waldbrände entstehen. Das sieht man jetzt schon als Folge der massiven Abholzung jetzt während der Bolsonaro-Regierung. Und das wird den Klima-CO2-Speicher zerstören, den Klimawandel massiv weiter vorantreiben. Aber wenn wir jetzt zur Ernährung gucken, ist dabei das weitere Dramatische, dass nur der geringste Anteil des Sojas direkt in die Lebensmittelproduktion geht, also beispielsweise in Tofu. Der allergrößte Teil geht als Futtermittel ein. Und das ist eigentlich das massive große Problem. Das ist nicht nur jetzt in Südamerika so, dass auch von unserem deutschen Getreide geht 60-70% in Trog und nur 20% wird direkt zu Lebensmitteln verarbeitet. Das ist vielleicht auch interessant bei der gegenwärtigen Debatte zur Umwandlung von Getreidefeldern. Es sind nur 20%, die in Lebensmittel gehen. Das Ganze hat aber noch ein anderes Problem. Wenn wir uns die Massentierhaltung noch aus einem anderen Blickwinkel anschauen, so werden 73% der weltweit eingesetzten Antibiotika in der Nutztierhaltung eingesetzt. Und die WHO waren schon seit vielen Jahren vor diesem übermäßigen Missbrauch, denn der treibt die Antibiotikaresistenzen, die wir wissen, multiresistente Keime in Krankenhäusern ein riesiges Problem darstellen. Jetzt können Sie sich fragen, wie hängt das alles zusammen? Das ist so, Antibiotika verändern natürlich die Bakterien im Darm. Manche töten sie ab, andere werden durch Selektionsprozesse einfach resistent. Und diese Antibiotikaresistenzgene, die dabei selektioniert werden, können, da Bakterien eine besondere Eigenschaft haben, des horizontalen Gentransfers, leicht auf andere Bakterien übertragen werden. Nun werden Bakterien über die Gülle ausgebracht, gelangen auf unsere Felder, teilweise über die Vorfluter auch in die Kläranlagen. Und was passiert ist, dass sich diese veränderten Bakterien über die Nahrungskette anreichern. Also über Boden spielen Bakterien eine wesentliche Rolle, eine wichtige zentrale Rolle, Pflanzenwuchs bis zu den Konsumenten entlang der Nahrungskette und landen dann schlussendlich auch beim Menschen. Dieses Mikrobiom, so nennen wir die Gemeinschaft der Bakterien im Darm, ist ganz, ganz wichtig für unsere Gesundheit. Es wurde ja im vorigen Vortrag schon die Ernährung hier bezüglich Fehlernährung angesprochen. Das hängt ganz, ganz viel mit unserem Mikrobiom zusammen. Und Störungen im Mikrobiom, egal ob Wildtier, Pflanze, Boden oder Mensch, ist essentiell für die Immunabwehr. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir da massiv stören, fördern wir Pathogene und Krankheiten. Und unter anderem die erwähnten Zivilisationskrankheiten, die ja bei uns massiv zunehmen, wie die Fettleibigkeit, Fehlernährung, aber auch Allergien, Autoimmunkrankheiten und viele Krebserkrankungen. Das heißt, fassen wir das Ganze einmal zusammen. Wir haben einmal ein großes Risiko für Zoonosen, Pandemien. Da sind zwei der drei Haupttreiber, sind durch unser Ernährungssystem bedingt. Massentierhaltung und Entwaldung, Abholzung, Verlust der Wälder. Wir verlieren damit auch die Biodiversität, wir verlieren unsere CO2-Speicher, wir haben drastische Folgen für die Klimaveränderung. Schauen wir uns die andere Kette bei uns an, dann haben wir einen hohen Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung. Wir haben zunehmende Antibiotikaresistenzen, die bleiben nicht im Tier. Wir haben den Eintrag in die Umwelt, es verändert die Mikrobiome entlang der Nahrungskette und letztendlich kommt alles wieder auf uns zurück. Was sind die Lösungen? Ja, ich habe hier schon das One Health-Bild eingeblendet. Das ist die einzige Lösung, die uns eigentlich aus diesem ganzen Dilemma der interkalierenden Krisen rausbringt. Wir haben zurzeit die UN-Dekade der Nachhaltigkeit. Darunter gehört auch das 30-30-Ziel. Das heißt, bis 2030 sollen 30% der marinen und terrestrischen Landesfläche unter Schutz gestellt werden, beziehungsweise renaturiert werden weltweit. Ein hehres Ziel, was kaum zu schaffen ist, wenn man nicht ganz, ganz massiv sofort anfängt. Wir brauchen eine nachhaltige Landwirtschaft. Da hatte unsere derzeitige Regierung sehr, sehr gute Pläne, viele Ideen, leider gerade alle durch die bekannten Konflikte und Krisen im Moment auf Eis gelegt. Hoffen wir, dass das alles weiter wieder vorangeht, wenn wir da diesen Krieg beenden können. Mir ist dabei auch wichtig zu betonen, diese Reform der Landwirtschaft muss mit den Landwirten
verfolgen. Es darf nicht dieses Feindbild, die Ökologen, die Landwirte sein. Wir wollen alle im Prinzip das gleiche Ziel. Wir wollen alle damit von leben können. Es muss eine nachhaltige Reform geben für alle Seiten. Und letzter Punkt, entwaldungsfreie Handelsketten. Ein ganz wesentlicher Punkt, um aus dem Dilemma rauszukommen. Damit danke ich Ihnen. Ja, und wir danken auch für diesen Einblick in dieses Themenfeld und auch für den Ausblick am Ende mit Lösungsansätzen, die wir verwenden können und insbesondere auch für die Erweiterung unseres Blicks. Ich glaube, wir sind alle inzwischen relativ geübt, die Klimakrise zu betrachten und haben irgendwie alle verstanden, wir haben diesen CO2-Anstieg verbunden mit der Erderhitzung, aber das größer zu denken und zu sagen, wir haben noch andere planetare Grenzen und andere Umweltkrisen und einer davon ist der Biodiversitätsverlust. Ich glaube, das brauchen wir noch mehr im kollektiven Bewusstsein, im öffentlichen Diskurs. Und auch hier ist ja so schön am Thema Ernährung und Agrarsysteme, dass es genau auch da ansetzt. Und ich glaube, das ist hier jetzt auch sehr schön deutlich geworden. Insofern ganz herzlichen Dank. Einen Hinweis, den habe ich ganz zu Anfang vergessen, aber er ist fast überflüssig, weil unser Publikum inzwischen schon so geübt ist. Wir haben eine Fragen- und Antwortfunktion, die finden Sie unten vermutlich auf dem Bildschirm in der Mitte. Falls Sie Fragen haben an unsere Referierenden, bringen Sie die gerne ein. Wir versuchen, die später aufzugreifen und freuen uns, wenn Sie das auch weiterhin tun. Dann darf ich jetzt weiterleiten zu unserem vierten Gast. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Marco Springmann heute hier ist. Diesen Namen kam, über den kommt man quasi nicht hinweg, wenn man über das Thema Planetary Health Diet forscht und liest. Und das ist auch kein Wunder, denn er ist am Institut für Environmental Change der Universität Oxford und beschäftigt sich eben genau mit diesen Fragen, wie die globalen Lebensmittelsysteme Einfluss haben auf gesundheitliche, ökologische und wirtschaftliche Dimensionen. Wir haben unsere Referierenden spiegeln in ihren beruflichen Hintergründen sehr schön die Diversität der Lösungen wider. Wir hatten jetzt schon die Biologie, die Pharmazie, Jura und jetzt haben wir auch noch Physik und Nachhaltigkeit und die Wirtschaftswissenschaften als sozusagen Expertise, die hier vertreten ist, was uns sehr freut. Und ja, wir widmen uns den Fragen, wie sich unser Lebensmittelsystem ändern muss, damit wir gesund und glücklich innerhalb planetarer Grenzen leben können, auch in diesem Beitrag und freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank auch. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir haben ja schon einiges jetzt gehört zu dem Hintergrund. Es ist klar, so wie wir uns gerade ernähren, ist das weder nachhaltig noch gesund. Unser Ernährungssystem ist ein massiver Treiber des Klimawandels, der Landnutzung und des Biodiversitätsverlustes, der Frischwassernutzung und der Verschmutzung von Wasser- und Bodenflächen durch Düngemittelauftrieb. Der Einfluss des Ernährungssystems ist so groß, dass man in der Tat sagen kann, der beeinflusst unsere planetären Grenzen. Die planetären Grenzen ist ein Konzept, das vor einiger Zeit vorgeschlagen wurde, um zu zeigen, wann wir Gefahr laufen, essentielle Ökosysteme zu destabilisieren. Also das sind Ökosysteme wie Klimawandel, Biodiversität, Wasser, Wasserökosysteme und so weiter. Gleichzeitig wissen wir, wie wir jetzt auch schon in den vorherigen Vorträgen gehört haben, dass unsere Ernährung sehr ungesund ist. Kaum jemand verfolgt oder hält sich an wirklich sehr, sehr minimale Empfehlungen für gesunde Ernährung. Übergewicht und Adipositas nehmen immer weiter zu. Und die Zusammensetzung unserer Ernährungsmuster sind eine der größten Treiber der frühzeitigen Sterblichkeit, sowohl global, aber auch in vielen Regionen. Das war der Hintergrund, in dem wir innerhalb der Eat Lancet-Kommission für gesunde Ernährung von nachhaltigen Ernährungssystemen uns zusammengetan haben, um zu entwickeln generelle Empfehlungen für gesunde Ernährungsmuster, die innerhalb von planetären Grenzen bleiben könnten. Und dazu möchte ich hier kurz ein paar Sachen vorstellen und die Relevanz für Deutschland darlegen. Was haben wir uns zuerst angeguckt?
Die Idee war, es macht keinen Sinn, wenn wir uns nachhaltig ernähren, aber das nicht gesund ist. Deswegen haben wir mit der Gesundheitsliteratur angefangen und geschaut, welche Nahrungsmittel haben einen Einfluss auf ernährungsbedingte Krankheiten. Und wie man hier sieht, das sind Resultate aus epidemiologischen Kohortenstudien, wo man recht viele Leute hat und kontrollieren kann, wie unterscheidet sich der Konsum von einer bestimmten Risikogruppe an Ernährungsgruppen, wenn alle anderen sozioökonomischen Aspekte gleichgehalten werden. Und hier sieht man zum Beispiel, wie der vermehrte Konsum von rotem und verarbeitetem Fleisch eine Zunahme von Risiko, von den Risiken, gesundheitsbedingte, ernährungsbedingte Krankheiten zu bekommen, zunimmt. Gleichzeitig sieht man auch recht klar, wie der vermehrte Konsum von pflanzlichen Produkten wie Nüssen, Leguminosen, Obst und Gemüse und Vollkornprodukte diese gleichen Risiken von zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, spezifischen Krebssorten und auch Diabetes verringert. Das Gleiche kann man machen mit Gewicht. Und hier sieht man auch sehr klar, wie erhöhtes Gewicht ein erhöhtes Risiko darstellt. Wenn man dann alles so zusammennimmt, kann man Ernährungsmuster entwickeln, die relativ gesund sind. Und so sind wir auf die Planetary Health Diet oder die generellen Empfehlungen zu einer Planetary Health Diet gekommen. Nach dieser sollte man nicht mehr als einmal in der Woche rotes Fleisch verzehren. Weniger ist auch gut oder sogar besser, aber nicht mehr als einmal in der Woche. Nicht mehr als zweimal in der Woche Geflügel, nicht mehr als zweimal in der Woche Fisch und nicht mehr als einmal in der Woche Milchprodukte. Was man viel verzehren sollte, ist Obst und Gemüse, mindestens 5 bis 6 Portionen am Tag, 1 bis 2 Portionen Nüsse am Tag, 1 bis 2 Portionen Leguminosen am Tag und als Getreide Vollkornprodukte. Diese Empfehlung hört sich jetzt erstmal okay an, also bleiben irgendwie so 2 Tage in der Woche, wo man sich pflanzenbasiert oder vegetarisch ernähren sollte, aber den Rest der Woche kann man ab und zu mal in Maßen tierische Produkte zu sich nehmen. Trotzdem, wenn man sich anguckt, wie unterscheidet sich solche Ernährungsweise, sieht man, dass massive Ernährungsumstellungen nötig wären, nicht nur in Hocheinkommensländern, aber auch in Niedrigeinkommensländern. Für Deutschland sieht das so aus, dass wir massiv zu viel Milchprodukte konsumieren, zwischen 2 bis 3 Mal zu viel Milchprodukte im Vergleich zu dem, was wir als gesund erachten, 8 bis 9 Mal zu viel rotes Fleisch. Das sieht man auf diesen Slides nicht so gut, aber 8 bis 9 Mal, das ist wirklich sehr viel und sehr viel zu wenig Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse. Also einiges zu tun gibt es in den deutschen Ernährungsmustern. Innerhalb der Kommission haben wir uns angeguckt, ja, wie sieht das mit der Nährstoffzufuhr aus von solchen Ernährungsmustern, wie wir sie empfehlen, wie sieht das mit den Mortalitätsauswirkungen aus, den Umweltauswirkungen und wie sieht das mit den planetären Grenzen aus? Und dazu, das möchte ich kurz anschneiden. In der Nährstoffanalyse haben wir festgestellt, dass wir haben uns meistens nicht nur diese flexitarischen Diäten angeschaut, aber auch pesketarische, vegetarische und vegane Diäten, die ebenfalls mit den generellen Empfehlungen der Eat-Lancet-Kommission vereinbar sind. Und da haben wir gesehen, dass global gesehen die Nährstoffzufuhr verbessert werden würde. Das Gleiche sehen wir in Deutschland. Und hier sieht man auch im Vergleich zu den DGE-Richtlinien, dass die Eat-Lancet-Richtlinien doch in der Tat sehr viel besser sind für Nährstoffzufuhr. In der Mortalitätsanalyse haben wir gesehen, dass die Änderung hin zu solchen Ernährungsweisen mit einer Verminderung um ungefähr 20% an frühzeitigen Todesfällen verbunden werden sein könnte. In Deutschland wären das um die 160.000 Todesfälle pro Jahr. Und hier sieht man, dass ungefähr 2 Drittel davon durch die Veränderung in der Zusammensetzung der Ernährung zustande kommen würde und ungefähr 1 Drittel durch die Vermeidung von Übergewicht und Adipositas.
Die Umweltauswirkungen sind ebenfalls sehr groß, bis zu einer Reduktion in den Treibhausgasen von den Treibhausgasen des Ernährungssystems von 50-80%, sehr viel, und auch eine Verminderung in der Nachfrage an Flächen, Anbauflächen, Wassernutzung und Stickstoff und Phosphor, die in den Dünger verwendet werden. In Deutschland könnte es zu einer gewissen Zunahme von Wasser, Frischwasser, des Frischwasserverbrauchs kommen, weil mehr Obst und Gemüse zum Beispiel angebaut werden müsste, um diese Ernährungsmuster zu unterstützen. Allerdings sind die Verminderungen in den Treibhausgasemissionen wirklich auch sehr signifikant und in der Tat auch nötig, um den Fußabdruck des Landwirtschaftssystems konstant zu halten. Das heißt also, um auch sicherzustellen, dass das Landwirtschaftssystem zu den Emissionsreduktionszielen in Deutschland beitragen kann. In der planetären Gesundheitsanalyse haben wir gesehen, dass, wenn wir nichts ändern, wir wirklich Gefahr laufen, alle essentiellen planetären Grenzen, die mit dem Ernährungssystem zu tun hat, überschreiten würden. Und nur wenn man alle Handlungsoptionen wirklich ausschöpft, innerhalb dieser Grenzen bleiben könnten. Dazu gehört ganz klar Ernährungsumstellungen, die essentiell sind, um innerhalb der planetären Grenzen des Klimawandels zu bleiben. Aber für die anderen Grenzen sind auch technologische Maßnahmen sehr sinnvoll, wie auch Verminderung in der Lebensmittelverschwendung. Die technologischen Maßnahmen hier, das sind meistens Maßnahmen, die sind wichtig, um das Nord-Süd-Gefälle global auszugleichen. Also praktisch technologische Hilfestellung oder modernere technologische Anbaumethoden auch in südlicheren und Entwicklungsländern. Wenn man sich das in Deutschland anguckt, haben wir ausgerechnet, dass wenn sich alle Menschen so ernähren würden wie wir in Deutschland, dann bräuchte man praktisch drei Erden, um die Treibhausgasemissionen des Ernährungssystems so zu verdünnen, dass man keinen Klimawandel hätte, alle anderen Sektoren mal gleichgelassen. Und man sieht wirklich, dass wir nur zu Rande kommen innerhalb der planetären Grenzen, wenn wir zu pflanzenbasierten Ernährungsmustern hinkommen würden. Interessant hier ist zu sehen, dass auch die deutschen Ernährungsempfehlungen von der DGE wirklich nicht geeignet sind, innerhalb der planetären Grenzen zu bleiben. Woher kommen diese Emissionen? Die meisten sind tierisch bedingt, und die tierischen bedingten Emissionen, zum Beispiel der Milchprodukte und des Fleisches, die sind allein genug, um diese planetären Grenzen hier des Klimawandels zu reißen. Dass es nicht nur wichtig ist für die planetären Grenzen, sieht man hier. Es gibt praktisch einen 1:1 Zusammenhang von den planetären Grenzen und globalen Umwelt- und Klimazielen, die internationale Gemeinschaft wirklich unterschrieben hat. Also für Klimawandel wäre das Pariser Klimaabkommen, und für die anderen planetären Grenzen die sogenannten Sustainable Development Goals, also die Ziele der nachhaltigen Entwicklung. Es ist natürlich nicht nur alles der Konsum, es ist auch die Produktion, die sich sehr stark umstellen muss. Und dazu wird, glaube ich, Benny jetzt noch was erzählen. Und im Endeffekt noch kurz, was für politische Maßnahmen wichtig sind. Natürlich kann jeder einzeln den Konsum ändern, aber wie auch schon in den vorherigen Präsentationen angeklungen, braucht es wirklich auch politische Weichenstellungen, damit jede Bürgerin und Bürger wirklich auch die Möglichkeit hat, eine nachhaltige und gesunde Ernährungsweise anzunehmen. Mit dem möchte ich gerne schließen. Wenn ihr noch Fragen habt, hier sind die Referenzen, oder fragt einfach im Chat. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Man merkt sehr, dass da ganz viel Wissen dahinter steckt. Und ich finde aber trotzdem, das Schöne an der Planetary Health Diet
dass sie letztlich doch auch sehr einfach und auch einfach umsetzbar und so wenig dogmatisch umsetzbar ist. Es geht nicht darum, eine streng vegane Diät von heute auf morgen einzuführen, sondern es geht darum, schon große Unterschiede zu machen in dem, was man so zu sich nimmt. Ich lerne heute sehr viel. Ich hoffe, es geht allen so. Das Wort Leguminosen habe ich auch neu gelernt, also Hülsenfrüchte, Kichererbsen. Damit kann ich dann gleich viel mehr anfangen. Also es geht schon darum, dass man große Unterschiede darin nimmt, was man zu sich nimmt, aber es hat nicht dieses dogmatische, man darf irgendwas gar nicht mehr essen, sondern es geht wie immer oder wie so häufig um das Maß der Dinge. Und ich finde es fantastisch, dass diese eigentlich sehr einfache Ernährungsform mit so vielen positiven gesundheitlichen und dann eben auch planetaren Effekten einhergeht. Vielen Dank für diese Darstellung und Einführung und auch konkrete Vorstellungen, wie viel von was denn da dann noch Sinn macht. Genau, und von der Ernährung, das haben wir jetzt auch schon immer wieder gehört, dass die Ernährung natürlich ganz eng verbunden ist mit dem, wo unser Essen herkommt, nämlich unserem Agrarsystem. Also die entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Und deswegen möchten wir auch da noch einen genaueren Blick drauf werfen. Und ich freue mich sehr, unseren nächsten Gast, Dr. Benjamin Budirsky, vorzustellen. Er arbeitet normalerweise am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum Thema Landnutzung und Resilienz, ist jetzt aber gerade aus Taiwan zugeschaltet, wo er für das World Vegetable Center arbeitet und ist promovierter Volkswirt, der sich eben mit Fragen beschäftigt, wie was sind die großräumigen, die langfristigen Veränderungen des Ernährungs- und Agrarsystems. Also auch hier wieder, wir haben alle eine individuelle Handlungsoption, aber natürlich auch eine Option, uns individuell für systemische Veränderungen einzusetzen. Und was sind diese systemischen Veränderungen, die wir erleben? Was sind die Triebkräfte der aktuellen Veränderungen? Und was sind die Folgen für die Umwelt, die Gesundheit und auch die Ungleichheit auf dieser Welt? Und letztlich natürlich, wie können wir politische Rahmenbedingungen für ein nachhaltiges Lebensmittelsystem schaffen? Ich freue mich auf weitere Fragen und vielleicht auch einige Antworten auf diese Fragen und den nächsten Beitrag. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Dankeschön erstmal. Und genau, also mein Vortrag, unsere Forschung geht normalerweise darum, wie sich das globale Ernährungssystem in der Zukunft weiterentwickeln könnte. Und ich möchte allerdings in meinem Vortrag auch stark darauf kommen, wie wir diese globalen Sachen, die wir lernen, unterbrechen können auf Handlungsoptionen, die wir in Deutschland haben, um eben diese Herausforderungen anzugehen. Ich möchte in erster Linie auf vier große Probleme eingehen, große Herausforderungen. Das ist zum einen, was wir schon hatten, auch viel der Konsum, also Unterernährung und Übernährung. Auf der anderen Seite von den Umweltproblemen, natürlich gibt es da noch eine ganze Reihe mehr, die mit dem Ernährungssystem zusammenhängen. Aber ich möchte heute auf zum einen Klimawandel und zum anderen auf die Stickstoffverschmutzung eingehen. Kommen wir zuerst zur linken Hälfte. Also wie wir sehen, ist die Welt aufgeteilt im Grunde in globalen Norden, globalen Süden, wo noch immer im globalen Süden in weiten Bereichen Unterernährung herrscht. 10% der Bevölkerung in den hellblauen Flächen, 20% in den dunkelblauen Flächen sind untergewichtig und gleichzeitig geringe Ernährungsdiversität, zu wenig Obst und Gemüse, allgemeines Kaloriendefizit. Auf der anderen Seite in den roten Flächen, da haben wir mehr als 10 oder sogar mehr als 20% der Bevölkerung, die adipös ist, und gleichzeitig zu viel tierischen Konsum, zu viel Konsum von hochverarbeiteten Produkten, zu wenig von Obst und Gemüse. Ja, und wenn wir uns anschauen, wie sich diese Adipositas, der Tornado, wie ich heute gelernt habe, wie sich der weiterentwickeln könnte in einem Szenario, wo wir alle Trends so fortsetzen, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben. Da sehen wir, dass wir im Grunde im Jahr 2050 mit 4 Milliarden übergewichtigen Menschen und mit 1,5 Milliarden adipösen Menschen rechnen können weltweit. Jetzt ist das andere
Problem wiederum, das sind die Umweltprobleme, die mit der Produktion der Nahrungsmittel verbunden sind. Insgesamt gehen rund ein Drittel der gesamten globalen Treibhausgasemissionen, der menschgemachten Treibhausgasemissionen auf das Ernährungssystem zurück. Das ist ein bisschen mehr als das, die Zahlen, die Sie sonst hören. Das liegt daran, dass hier das Ernährungssystem weit gefasst ist, also wirklich von der Herstellung der Düngemittel über die Produktion der Nahrungsmittel bis dann zur Verarbeitung, dem Konsum und der Entsorgung. Und allgemein kann man sagen, so 10-15% der globalen Treibhausgasemissionen gehen auf die Landwirtschaft zurück, also auf die rülpsenden Kühe, auf die Düngung und auf den Reis. Dann nochmal weitere circa 10-15% gehen auf die Entwaldung und auf die Moorböden, die auch eine sehr wichtige Rolle spielen, die trockengelegt werden und damit CO2 freigeben, zurück. Und dann haben wir nochmal weitere 10%, die sich aus relativ vielen kleineren Quellen zusammensetzen, Transport, Verarbeitung und auch ganz wichtig die Entsorgung, Abwasser- und Müllentsorgung. Und allgemein oft spielt eine zu große Rolle in der öffentlichen Diskussion der Transport der Nahrungsmittel, der tatsächlich nicht für so viele Emissionen verantwortlich ist, sondern wirklich die meisten entstehen in der Entwaldung und in dem Anbau der Nahrungsmittel. Der zweite Punkt, die Stickstoffversorgung, Stickstoffverschmutzung, ein Thema, was oft meiner Meinung nach nicht publik genug ist, wo die Leute es nicht genug wissen. Deswegen möchte ich das hier auch nochmal nach vorne heben. Also zum einen ist Stickstoff in der Form von Lachgas ein wichtiges Treibhausgas. Führt außerdem dazu, dass die Ozonschicht in der Stratosphäre geschwächt wird, das wichtigste verbleibende ozonzerstörende Gas. Dann haben wir verschiedene andere Stickstoffformen. Wir haben die Stickoxide, von denen Sie schon mal gehört haben, mit den Dieselautos, aber auch die kommen teilweise aus der Landwirtschaft und nebendran noch viel wichtiger aus der Landwirtschaft die Ammoniakemissionen, die zwischen auch für einen Großteil der Feinstaubbildung verantwortlich sind und die damit eben zur Luftverschmutzung und den damit verbundenen Todesfällen führen. Allein in Deutschland schätzt man mehrere tausend vorzeitige Todesfälle pro Jahr, die auf diese Luftverschmutzung zurückgehen. Dann haben wir weiterhin Stickstoff als Nährstoff, der eigentlich gut ist für das Pflanzenwachstum, der aber zugleich auch die Ökosysteme vereinfacht und dafür sorgt, dass sich sehr simple Arten wie Grünalgen durchsetzen können, was sowohl in terrestrischen Ökosystemen wie auch im Wasser ein großes Problem führt. Und dann haben wir noch Nitratbelastung des Grundwassers. Das ist tatsächlich das Thema, was in Deutschland vielleicht am meisten gehört wird. Das ist auch ein Problem einfach für die Trinkwasseraufbereitung, ein Kostenfaktor. Wenn man es nicht aufbereitet, wäre das auch ein Gesundheitsproblem. Wenn man anschaut, wie der Mensch den globalen Stickstoffkreislauf umgebaut hat, dann sind wir inzwischen ungefähr beim Doppelten an reaktivem Stickstoff, der jedes Jahr neu in den Kreislauf gegeben wird, im Vergleich zu natürlichen Zustand. Also wir haben wirklich massiv eingegriffen in einen der wichtigsten biophysikalischen Kreisläufe und den verändert und auch hier die Landwirtschaft mit Abstand der wichtigste Treiber des globalen Stickstoffkreislaufs. Man denkt jetzt immer, dass diese Stickstoffverschmutzung ja vielleicht überall auf der Welt ist, aber es ist tatsächlich auch dort am stärksten, wo die landwirtschaftlichen Produktionsgebiete sind. Und da ist eben auch Europa einer der Hotspots. Es ist also kein Problem, was nur in schlechteren Agrarsystemen stattfindet, im weniger effizienten, sondern auch in Deutschland. Und auch innerhalb von Europa sehen wir, dass die Hotspots mitunter auch in Deutschland sind, neben auch zum Beispiel den Niederlanden, die dieses Problem schon auch stärker zum einen drunter leiden und zum anderen aber auch anfangen, viel stärker dagegen schon mit Politikmaßnahmen gegenzuarbeiten. Und es ist jetzt nicht so, dass sozusagen, wenn wir in Deutschland sozusagen Regulationen einführen, dass sich dann die Emissionen einfach woanders hin verschieben, sondern wir haben hier tatsächlich auch die Hotspots, die wir angehen müssen. Und viele unserer Nachbarländer wie Dänemark, wie Holland sind bereits viel weiter, was die Bekämpfung von Stickstoffverschmutzung betrifft.
Jetzt möchte ich noch kurz zu den politischen Möglichkeiten gehen, die wir haben, um auf diese Probleme einzugehen. Das sind jetzt alles nur Möglichkeiten, Handlungsoptionen. Wir haben noch viel mehr gesammelt in einem Policy Brief, den ich am Ende noch kurz zeige. Ich möchte jetzt nur so ein paar Auswahl vorstellen, die so ein bisschen zeigen, was man denn tatsächlich aus deutscher Perspektive machen kann. Zum einen Unterernährung, die kurzfristige Nothilfe, die wir erstmal haben. Aktuell ist die Stärkung des UN-Welternährungsprogramms wahrscheinlich eine der effektivsten Maßnahmen, um kurzfristig den Hunger zu stoppen weltweit. Und in Deutschland wiederum Hunger als in erster Linie für Leute, die aus dem sozialen Netz gefallen sind, da zum Beispiel die Unterstützung von Tafeln, die wahrscheinlich sehr wichtig gerade dort eine Rolle spielt. Langfristig geht sehr viel darum, neben der Konfliktprävention, die ich jetzt hier nicht auf den Slides habe, um eine gerechtere Einkommensverteilung, denn Nahrungsmittel sind nicht so günstig, sondern die Leute haben einfach zu wenig Einkommen, um sich diese Nahrungsmittel leisten zu können, denn die Nahrungspreise sind global relativ ähnlich und dann können Sie sich überlegen, wie weit Sie mit $1,90 pro Tag kommen, wenn Sie sich eine gesunde Ernährung zusammenstellen wollen. Das zweite Punkt ist die Überernährung und dort möchte ich vielleicht gegenintuitiv auf zwei Aspekte eingehen, die meiner Meinung nach außerordentlich wichtig sind. Das eine ist der Außerhauskonsum. Wir denken immer zu viel über Supermärkte nach. Wir denken zu wenig nach darüber, was denn in der Gastronomie verzehrt wird, wobei tendenziell wir schlechter essen, wenn wir auswärts essen. Und dieser Außerhauskonsum auch rapide steigt, gerade in den letzten Jahren mit den Delivery-Apps. Hier in Taiwan kann ich nur sagen, es gibt einige Haushalte, nicht wenige Haushalte, die keine Küche mehr besitzen, weil sie ausschließlich auswärts essen. Und das ist ein Trend, der ist auch relativ weit verbreitet in Asien, noch mehr in Europa und der rapide steigt. Was kann man machen? Erstmal, das Tolle ist tatsächlich, dass der Staat auch ein sehr großer Einflussfaktor dort ist, weil sehr viel des Außerhauskonsums tatsächlich in staatlichen Kantinen stattfindet, also von Schulen, Universitäten, Ministerien, Altersheimen, Krankenhäusern, kann der Staat mitreden, direkt oder indirekt, und zwar auf allen Ebenen von der lokalen, kommunalen Ebene bis auf der Bundesebene. Was auch wichtig ist, dass man eben diesen Kantinenumbau unterstützt, zum Beispiel mit einem Fonds für nachhaltiges Kantinenessen, dass man aber auch Weiterbildung, Mindeststandards durchsetzt. Und meiner Meinung nach, wir müssen auch diese Delivery-Apps irgendwie angehen, zum Beispiel, dass dann Vorselektionen für nachhaltiges Essen eingestellt sind, weil das wird so ein bisschen die Zukunft sein, wie sich die meisten Leute ernähren werden, voraussichtlich, meiner Meinung nach. Zweiter Punkt ist das Gesundheitssystem. Das ist meiner Meinung nach viel zu lang vernachlässigt worden. In der Zahnmedizin hat man das schon viel länger, dass man über Prävention nachdenkt. Ich habe das Gefühl, in der Allgemeinmedizin kommt das viel zu kurz, aber da wissen Sie wahrscheinlich mehr als ich. Zum Thema Treibhausgase, da wahrscheinlich die wichtigste Maßnahme, um schnell etwas zu erreichen in Deutschland, sind die Moore wieder zu vernässen. Das geht um nicht allzu große Flächen, wo man die Landwirte wahrscheinlich rauskaufen muss oder ihnen zumindest Optionen geben muss, wie sie auf diesem Land, auf den wiedervernässten Mooren, alternative Landwirtschaft betreiben können. Da ist tatsächlich wirklich ein Großteil der Emissionen auf relativ wenig Flächen, da kann man mit wenig Geld viel erreichen. Der zweite Punkt ist Lachgas und da ist dann wiederum der Zusammenhang zu Stickstoff, auf den ich später komme. Der Humusaufbau, dort sollte man anfangen, das wird bisher noch nicht gemacht, den Bodenkohlenstoff deutschlandweit zu monitoren, damit man dann auch später ansetzen kann und den Aufbau von Humus subventionieren und den Abbau besteuern. Denn Humus ist nicht nur gut als CO2-Speicher, ist eben auch, wie vorher schon genannt wird, ein guter Punkt, um Klimaanpassung zu betreiben.
Und schließlich Stickstoffverschmutzung. Dort ist meiner Meinung nach die mit Abstand effizienteste Maßnahme eine Abgabe auf Stickstoffüberschüsse, die sich relativ leicht in Deutschland in die bestehenden Regulierungen einführen lässt, die Landwirte bereits heute machen müssen, die dann durch die gesamte Produktionskette bis hin zum Konsumenten dafür sorgen, dass dass die Landwirte, die nachhaltig managen, einen Wettbewerbsvorteil haben. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, um die Produktionsseite umzubauen. Gleichzeitig, wenn dann so eine Stickstoffüberschussabgabe implementiert ist, gibt es auch automatisch Anreize dazu, die Tierproduktion zu reduzieren und auch zu entzerren, also nicht mehr konzentriert in wenigen Betrieben zu haben, sondern die auf die Fläche zu bringen, weil ansonsten kriegt man den Stickstoff nicht effizient zurück auf die Fläche und muss sehr hohe Strafzahlungen bezahlen. Und um diesen Umbau dann zu fördern und zu vereinfachen für die Landwirte, braucht es oder kann man das dann gut beschleunigen mit einer Umbauprämie, wo man zum Beispiel Tierwohl, Reduktion der Ställe, kleinere Ställe belohnt, indem man auch dort die Landwirte teilweise rauskauft. Was das Wichtige ist, ist, dass sehr viele von diesen Maßnahmen, was Ihnen jetzt vielleicht schon offensichtlich geworden ist, dass die gegenseitig synergetisch sind. Also dass man auf der Nachfrageseite sehr viele Sachen sowohl auf Umwelt- wie auf Ernährungsseite erreicht und auch, dass zum Beispiel zwischen verschiedenen Umweltthemen, wie zum Beispiel Lachgas, Stickstoff, Biodiversität, dass wir da überall Synergien haben. Hier noch ein letzter Ausblick, falls Sie sich die Policy Briefs durchlesen möchten. Da haben wir verschiedenste Maßnahmen vorgeschlagen, die unserer Erachtens für Deutschland sinnvoll wären, um jetzt auch gerade in der Ukraine-Krise dort voranzugehen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Und den Policy Brief, den können wir gleich auch nochmal in den Chat posten. Der ist ja ganz kürzlich, der eine ist von denen gerade ganz kürzlich erst veröffentlicht worden. Und vielen Dank auch hier an der Stelle für den Einbezug wieder einer weiteren planetaren Grenze, nämlich des Stickstoffkreislaufs. Und weil wir so hervorragend in der Zeit sind und weil ich das total teile, dass wir nicht immer uns nur auf die Klimakrise und das CO2 stürzen dürfen, sondern dass wir diese anderen planetaren Grenzen mehr ins Bewusstsein heben müssen, stelle ich eine Rückfrage, die aus dem Chat kam. Und zwar war da der Zusammenhang oder die Frage ging darum, diesen Stickstoffkreislauf nochmal genauer zu erklären in Bezug auch auf die Grundwasser- und Oberflächen, aufs Grund- und Oberflächenwasser. Vielleicht möchtest du da noch einen Satz ergänzen, weil wir wunderbar in der Zeit sind und dann freue ich mich schon, unsere last but not least, unseren letzten Gast für die Impulsvorträge vorzustellen. Aber vielleicht noch einen Satz dazu von dir. Ja, genau. Also so wie wir Menschen Nahrung brauchen, brauchen auch die Pflanzen Nahrung. Das ist die Düngemittel. Ohne Düngemittel kann man nicht produzieren. Da gibt es natürlich verschiedene organische, inorganische Düngemittel. Aber von den Düngemitteln, die wir der Pflanze geben, geht ein Teil immer verloren. Also man wirft das auf den Boden drauf und ein Teil wird von der Pflanze aufgezogen. Global ist es nur ungefähr die Hälfte des Stickstoffs, die die Pflanzen benötigen, die dann von der Pflanze aufgenommen wird. Und der Rest bleibt auf dem Acker liegen, wird dort dann entweder abgewaschen oder geht in die Luft auch teilweise als Ammoniakemissionen, als Stickoxidemissionen oder als Lachgas. Und wenn es dann ins Gewässer kommt, also erstmal ins Grundwasser und dann ins Oberflächengewässer, dann führt es dort dazu, dass zum Beispiel Algenblüten gefördert werden. Und dann geht das im Grunde von Süddeutschland entlang des Gewässers bis hoch zur Ostsee oder bis hoch zur Nordsee größtenteils. Ja, vielen Dank. Hat es für mich auf jeden Fall nochmal anschaulich und greifbar gemacht. Und jetzt freue ich mich ganz sehr darauf, unsere letzte Referentin für die Impulsvorträge vorzustellen, die auch nochmal einen breiten Blick auf dieses ganze bisher Gehörte werfen wird, und zwar Stefanie Wunder von Agora Agrar. Sie leitet dort das Team Ernährung bzw. Sustainable Food und war schon vorher auch in diversen Projekten zum Thema Lebensmittelverschwendung, Reduktion von Lebensmittelverschwendung, Ausgestaltung urbaner und regionaler Ernährungsstrategien, aber auch Landnutzung und Bodenschutz aktiv. Und weil Agora Agrar
ja noch ein recht junges Think Tank ist. Ja, darfst du dazu selber noch gerne zwei Sätze sagen und dann zu dem großen Thema kommen, was denn jetzt eigentlich politische Maßnahmen im Bereich Ernährungs- und Agrarwende sein sollen, was dann auch der Übergang ist zu unserer Podiumsdiskussion. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Danke, Friederike, für die netten einleitenden Worte. Genau, also ich freue mich jetzt sehr. Ich bin jetzt die Letzte in der Runde und versuche auch den Sack so ein bisschen zuzumachen und auch mal so kurz auch sogar noch so ein bisschen zu reflektieren, was wir jetzt gehört haben und was das dann auch so in Richtung politische Empfehlungen oder sozusagen auch Prozesse, die jetzt stattfinden müssen, bedeutet. Da ich jetzt tatsächlich mit einem neuen Hintergrund dabei bin und muss ich ab und zu mal zurückreferenzieren auf Arbeiten, die ich in den letzten 18 Jahren am Ecologic Institute gemacht habe. Und jetzt sind wir halt ein frischer, neuer Think Tank, die Agora Agrar, und machen uns eben vieles von dem, was heute auch schon andiskutiert wurde, nämlich Transformation von Ernährungssystemen, die eben wirklich verschiedenen Landnutzungen, also Landwirtschaft, Forst, Moore etc., aber auch die Konsumseite über die Ernährung, das gemeinsam in den Blick zu nehmen und an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik hier Lösungsansätze zu erarbeiten. Das haben wir uns vorgenommen und insofern freue ich mich, hier in dieser neuen Rolle dabei zu sein. Ich werde jetzt keine Folien haben, insofern können Sie jetzt ganz entspannt keine weiteren Statistiken verdauen, obwohl ich sehr davon profitiert habe und wie viele andere wahrscheinlich auch viele Screenshots gemacht habe. Genau. Das, was ich jetzt so ein bisschen reflektierend sagen würde, ist, ich finde es immer wieder sehr erstaunlich, also ist ja auch eine tolle Auswahl heute gewesen an Perspektiven, die wirklich auch nochmal toll gezeigt hat, wie groß der Handlungsdruck auch ist für die Transformation der Ernährungssysteme und wie unterschiedlich die Ebenen sind, auf denen diese Transformation stattfinden muss. Also wir haben ja sehr schön irgendwie diese ganze Bandbreite von Klimakrise, Biodiversitätskrise, Adipositas, also allgemeine Gesundheitsthemen. Also das ist sehr, sehr breit. Und wenn man das, und Ernährungssicherheit, auch was Martin Fricke am Anfang sagte, und das macht natürlich sehr, sehr deutlich, wie stark man diese Themen zusammendenken muss und wie stark man diese Themen auch politisch zusammendenken muss. Und das klingt jetzt erstmal relativ trivial, dass man, muss man ja immer, also wir haben ja viele Politiken, die man so mainstreamen muss, aber was man tatsächlich betonen muss bei der Ernährungspolitik, ist, dass das noch ein sehr, sehr junges Politikfeld ist. Dass Ernährungspolitik bisher ganz stark darin bestanden hat, dass man gesunde Ernährung fördert und dass diese ganzen Aspekte von, wir haben jetzt sicherlich alle auch sozusagen auch nochmal neue Aspekte gehört, also wie stark zum Beispiel in der öffentlichen Diskussion ja überhaupt gar nicht präsent ist, dass der Druck aus dem Ernährungssystem eben auch was mit der Pandemie und mit den Risiken für zukünftige Pandemien zu tun hat und mit Antibiotikaresistenzen etc. Das zeigt ganz deutlich, dass wir hier auch wirklich noch mehr diese verschiedenen Perspektiven zusammendenken müssen, politisch und hier sozusagen auch ressortübergreifend, wie man dann so schön sagt, das erarbeiten muss. Das ist ein Teil. Ein zweites Problem, weil das halt so ein junges Politikfeld ist, ist aber auch, dass alle auch immer denken, in Ernährung kennen sie sich auch aus und wissen Bescheid. Ne? Wir essen halt auch alle und da kommen ganz viele vermeintliche Wahrheiten mit rein, die durchaus auch problematisch sind, wenn man dann Politiker arbeiten möchte. Benjamin Budisky hat gerade auch so schön das Beispiel gegeben, dass auch ganz häufig vermutet wird, wenn wir über Klima reden, dass es vor allem über Regional und Transport geht, dass das eine große Schraube ist. Andere Umfragen würden dann sagen, Verpackung spielt eine Rolle, Palmöl etc. Und die großen Hebel liegen eben tatsächlich woanders und deswegen müssen wir das stark zusammendenken. Also das ist wichtig, dass man das tut. Das Gute ist, dass da ganz viele Synergien auch zu heben sind. Das haben wir gehört. Also eine gesunde Ernährung ist in der Regel eben auch eine nachhaltige Ernährung. Das ist toll. Und die gute Nachricht, die natürlich in diesen Zeiten auch wichtig sind, ist auch, dass da schon wirklich viel passiert, das mehr zusammenzudenken. Also wir haben auf der europäischen Ebene die sogenannte Farm-to-Fork-Strategie. Das ist, oder vom Hof auf den Tisch auf Deutsch, die wirklich das erste Mal Ernährung und Landwirtschaft, also Produktion und Konsum integriert zusammendenkt. Das ist immer noch eine Strategie. Da werden gerade viele Maßnahmen erarbeitet. Da wird es sozusagen bis 2024 auch ein Sustainable Food System Law geben. Also das ist sehr gut. Wir haben das tolle Gutachten, das hat Martin Smollich vorhin auch schon erwähnt, vom Wissenschaftlichen Beirat. Da sind viele tolle Ideen drin. Auch die Zukunftskommission Landwirtschaft hat da auch wirklich viele tolle Maßnahmenbereiche benannt. Insofern, das ist gut, da gibt es schon auch erste Konzepte. Und jetzt würde ich den großen Sprung machen. Was bedeutet das jetzt
für die deutsche Ernährungspolitik. Und auch hier haben wir eine ganz große Chance. Und die besteht darin, dass im Koalitionsvertrag versprochen, festgeschrieben wurde, dass bis 2023, also bis nächstes Jahr, eine Ernährungsstrategie auf Bundesebene erarbeitet wird. Und dazu gibt es nun bisher, gab es eine Auftaktveranstaltung im Juni. Wir werden sicherlich bei der Paneldiskussion nachher mit Frau Bell aus dem BMEL auch noch darüber sprechen, über diesen Prozess und über die Chancen und Herausforderungen und Lösungsansätze, um den gut zu gestalten. Aber das ist jetzt das zentrale Vehikel, wo wir da eben weitermachen können. Es gab auch schon einen tollen Dialog, jetzt in den letzten 9 Monate, der jetzt aber nicht mit konkreten Empfehlungen geendet hat, aus dem sozusagen nationalen Dialog als einen Teil von dem UN Food System Summit und Dialog, der sozusagen auch von Martin Frick am Anfang schon benannt wurde. Da kann man also auch gut drauf aufbauen und da ist es jetzt eben wirklich dann eben auch die Notwendigkeit, diesen Dialog auch, von dem ich gerade sprach, also dieses Zusammendenken von Perspektiven wirklich auch anzugehen und das sozusagen, wie das natürlich häufig ist in der Politik, dass da auch viel abgestimmt wird über Papiere und Co., dass das wirklich ein echter, gelebter Dialog wird, zum Beispiel über einen interministeriellen Arbeitskreis, IMAS, wie man das nennt, also dass wirklich auch die verschiedenen Ministerien ins Gespräch miteinander kommen und dort eben auch sozusagen Ownership, wie man so schön sagt, dann für die Lösungen übernehmen, die da erarbeitet werden. Das ist ein ganz wichtiger Teil, dass man diesen Dialog führt. Ein zweiter wichtiger Teil, der wurde jetzt auch schon in 3 verschiedenen Vorträgen genannt, das fand ich ganz gut, das greife ich nochmal auf, ist, dass es wirklich diesen Paradigmenwechsel braucht, weg von das ist eine individuelle Verantwortung, wenn ich was für wenn sich in Sachen Nachhaltigkeit was ändern muss für Ernährungssysteme, dann muss das halt mit dem Einkaufswagen entschieden werden. Da braucht es wirklich diesen Paradigmenwechsel hin zur auch politischen Gestaltung von Ernährungsumgebungen, so nennen wir das. Also alles, was letztendlich Kaufentscheidungen oder sozusagen ja, also den Zugang zur Ernährung, all das prägt, also von dem, was wir an Werbung sehen, dem, wie die Stadtplanung auch sozusagen mitentscheidet, was wir konsumieren können, wie der Handel das mitentscheidet, wie die Gemeinschaftsverpflegung das mitentscheidet, wie bezahlbar das ist, wie wünschenswert das ist. All das kann und muss man durch politische Rahmenbedingungen gestalten. Und dieser Paradigmenwechsel ist ganz, ganz wichtig. Das ist mir ein wichtiger zweiter Punkt. Ein dritter Punkt ist, dass es natürlich viele Handlungsfelder gibt, von denen haben wir jetzt schon einige gehört. Ich würde auf einen ganz besonderen Perspektive legen und das ist der Aspekt, dass man die Veränderung von Konsumverhalten im Bereich stärker pflanzenbasierter Ernährungsweisen, wir haben gehört, es geht nicht um eine reine vegane Ernährung, hin, also weniger tierisches, mehr pflanzliches, wie man diesen Wandel hinbekommt und das politisch zu begleiten, das ist nicht trivial. Und während ich in vielen Bereichen sagen würde, die Lösungen liegen auf dem Tisch, muss man hier wirklich auch kreativ denken. Das Ändern von Verhaltensmustern ist wirklich was extrem Schwieriges, das sozusagen schnell aufzubrechen, ne? Weil das eben so routiniert und tradiert in vielen Fällen ist. Und wir da eben auch mehr machen müssen, als einfach Fleischersatzprodukte auf den Teller zu bringen. Das ist ganz wichtig und deswegen ist es da umso wichtiger, diesen Dialog zu führen und auch ganz klar zu sagen, es geht hier nicht darum, dass man Verbote ausspricht. Das ist auch so ein klassischer medialer Reflex. Wir können den Menschen doch nicht ihr Fleisch verbieten. Darum geht es überhaupt nicht. Der Instrumentenkoffer für eine Gestaltung von Ernährungsumgebung, für mehr pflanzliche Konsummuster ist genau der gleiche wie für andere Bereiche. Wir können über öffentliche Kampagnen solche Ernährungsstile wünschenswerter machen. Wir können über die Änderung von Rezepturen bei Herstellern den Dialog suchen. Wir können mit dem Handel zusammenarbeiten, was Platzierung betrifft. Wir müssen natürlich auch die Frage von Werbung angehen, von Forschungsförderung für alternative Proteine. Da gibt es eine ganze Menge. Aber dieser Koffer ist groß und da muss man auch viel von anderen Ländern lernen, was da gut funktioniert und was wir uns da genau auch experimentell angehen müssen und das auch immer wieder vorlegen. Und ich komme jetzt auch zum Ende, um zu sagen, okay, was, ne, das sind so die Schwerpunkte, wo man jetzt da so ran muss. Und dann wird es eben auch ganz wichtig, nur so eine Warnung, weil wenn wir von Strategien sprechen, dann haben wir halt häufig auch bedrucktes Papier. Wir müssen hier wirklich zu sehr konkreten, mit Kosten, also mit Budgets hinterlegten Maßnahmen kommen, die auch gemonitort werden müssen und dann entsprechend auch natürlich immer wieder geguckt werden muss, nachjustieren werden muss.
hat das was gebracht. Und da natürlich in diesen Zeiten, da würde ich vielleicht auch so ein ganz bisschen Simone Sommer widersprechen vorhin, wir können ja auch nicht warten, bis dieser Krieg vorbei ist. Also wir müssen das jetzt angehen und deswegen, weil wir in dieser Krise natürlich sind, die so viele Kosten auch verschluckt, ist natürlich der Reflex immer da, oh mein Gott, diese Gelder haben wir jetzt gar nicht. Und da muss man auch ganz klar sagen, die Gelder werden schon, die sind schon im System. Die sind eben in diesen hohen Gesundheitskosten, die Martin Smollich ansprach, die man von je nach Studie 17 bis 70 Milliarden pro Jahr beziffern kann für ernährungsbedingte Krankheiten. Und deswegen geht es darum, diese Kosten wieder zu internalisieren. Also unsere billigen Lebensmittel kommen uns teuer zu stehen, könnte man da ganz gut sagen. Und das würde ich deswegen auch als abschließenden Satz sagen. Wir können das machen und wir müssen das machen und wir können uns das auch leisten. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen letzten Impuls und auch nochmal ganz klare Ideen und Forderungen an die Politik, um die es ja auch im zweiten Teil gehen soll, die zu diskutieren und weiterzuspinnen. Und es wurde ja auch nochmal aufgegriffen, dieser Grundgedanke, eben Verantwortung liegt nicht beim Individuum, was esse ich, sondern wie schaffen wir es, die systemische Veränderung anzustoßen. Aber das heißt nicht, dass ich mich als Individuum jetzt aufs Sofa legen kann und sagen kann, das war's. Das ist ja auch sehr unter dem Dach der Planetary Health Academy, unser Gedanke vom Wissen zum transformativen Handeln. Und wir sprechen Sie alle im Publikum als Pioniere, Pionierinnen des Wandels an, weil wir sagen, es geht nicht darum, mein individuelles Verhalten zu optimieren. Ich hoffe, diese ganzen Vorträge haben schon auch Impulse fürs individuelle Verhalten gegeben. Das heißt nicht, dass man es gar nicht tun soll, aber es geht vor allem darum, sich selbst als Akteur, als gesellschaftlichen Akteur zu begreifen, der oder die einen Unterschied machen kann. Also dass das sozusagen nicht die Verantwortung auf das Individuum abgeschoben heißt nicht, dass man sich nicht als Individuum, vor allem als Individuum in einer Gruppe einsetzen und aktiv werden kann und den gesellschaftlichen Diskurs und letztlich auch gesellschaftliche Veränderungen mitgestalten kann. Also das sozusagen nochmal als Klarstellung und auch ganz klar als Ermutigung an unser Publikum. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um 2-3 Nüsse zu essen, weil ich gelernt habe, dass sich mein Nussanteil auf jeden Fall noch erhöhen muss. Ich hoffe, Sie haben die Pause ähnlich sinnvoll genutzt. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt weitere Podiumsteilnehmerinnen vorstellen darf. Und bevor wir sozusagen mit Fragen und kurzen auch Eingangsstatements starten, stelle ich sozusagen nochmal die ganze Runde vor und dann geht es auch so richtig mit der Diskussion los. Und unser erster Podiumsgast, den ich Ihnen jetzt vorstellen darf, ist Eva Bell. Jetzt habe ich hier gerade ein Chaos mit meinen Zetteln gemacht, aber das klärt sich hoffentlich gleich. So, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder ganz da. Ich freue mich sehr, dass ich Eva Bell aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, kurz BMEL, begrüßen darf. Wir werden die Abkürzung, glaube ich, noch häufiger nutzen, denn sonst stolpere ich nicht nur über meine Zettel, sondern auch über dieses lange Wort. Sie ist Abteilungsleiterin im Bereich für den Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz, Ernährung und Produktsicherheit. Vom Hintergrund, wir haben noch ein weiteres sehr relevantes Studienfach, was wir bisher noch nicht hatten, ist sie Ökotrophologin, also studierte Ernährungswissenschaftlerin. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Unser zweiter Gast auf dem Podium ist Julia Bartal. Sie ist Landwirtin mit eigenem Betrieb in Brandenburg und außerdem Geschäftsführerin von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und sie ist im Nordirak unterwegs und wird sich von dort zuschalten. Wir hoffen, die Verbindung hält und klappt zwischendurch. Und vielleicht noch ein Wort zur ABL, zur Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Das ist ein Zusammenschluss von sowohl konventionell als auch ökologisch wirtschaftenden Bauernhöfen, die eben genau eine zukunftsfähige, sowohl soziale als auch umweltverträgliche Landwirtschaft mitgestalten möchten. Und wie das gelingen kann, darum soll es ja unter anderem jetzt auch noch mal gehen. Und als dritten zusätzlichen Gast begrüße ich Michael Stiefel. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Er ist Vorstand des Armutsnetzwerks. Das ist ein Zusammenschluss von Menschen, aber auch Initiativen und Organisationen, die sich dem Kampf gegen die Armut und Ausgrenzung
dem Kampf gewidmet haben. Er leitet außerdem das Projekt Beteiligung von Menschen mit Armutserfahrung der Diakonie Deutschland, war selbst wohnungslos und engagiert sich nicht nur im Armutsnetzwerk, sondern auch in der Selbstvertretungswohnungsloser Menschen. Und ich finde es wahnsinnig bereichernd, dass Sie heute hier sind und diese Perspektive einziehen, weil ich glaube, das ist eine Erkenntnis, das hatten wir jetzt schon häufig, dass wir diese Krisen zusammenlösen und dass wir nicht weiterkommen, wenn wir soziale, ökologische Fragen gegeneinander ausspielen, sondern dass wir begreifen müssen, dass es im Kern miteinander zusammenhängt. Und weiterhin sozusagen die Referierenden, die Ihnen schon bekannt sind und erfreulicherweise zum einen die ernährungspolitische Perspektive einbringen, sind Stefanie Wunde und Benjamin Budirski, der die agrarpolitische Perspektive einbringen wird. Und ich übergebe jetzt an Saskia Richards, die sozusagen die Eröffnungsfrage einleiten wird. Friederike, vielen Dank. Ich sage auch nochmal Hallo an alle und vielen Dank für die großartigen Inputs. Ich möchte jetzt, bevor wir ganz in die Diskussion einsteigen, die drei neuen Gäste bitten. Die haben ein bisschen mehr Zeit am Anfang nochmal auszuholen. Und wir fangen an mit Ihnen, Frau Eva Bell. Wir haben ja eben schon von den ganzen Herausforderungen, vor denen wir stehen, gehört. Und man merkt auch, es ist richtig Druck auf dem Kessel, ganz besonders auch auf den Höfen, bei den LandwirtInnen und auch bei den BürgerInnen zu Hause, die natürlich jetzt mit der zunehmenden Inflation auch die höheren Nebenkosten und Lebensmittelpreise tragen müssen. Wie hat sich das Ministerium auf diese Situation eingestellt? Der Minister zeigt sich ambitioniert, aber wie sieht das Ministerium jetzt die Prioritäten und Möglichkeiten und insbesondere auch den nötigen Ausgleich in der sozialen Gesellschaft, um dafür zu sorgen? Und ja, man könnte auch sagen, eine Umverteilung der Gewinne und der Kosten bei der Transformation anzugehen. Ja, ich darf Sie erstmal auch grüßen aus Berlin und darf mich für die Einladung bedanken, hier teilzunehmen und die Hausposition des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zu vertreten. Ich denke, es sind heute nochmal viele Problemlagen sehr detailliert, sehr wissenschaftlich fundiert vorgestellt worden. Viele von diesen Problemlagen sind sicherlich in Ansätzen in die Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung eingeflossen, sicherlich nicht in der Intensität, wie das heute nochmal hier vorgestellt worden ist. Und ich glaube, was mittlerweile deutlich wird, ist, dass einige Rückstände aufzuholen sind. Die Transformation hin zu einem nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystem ist eine sehr komplexe, aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wir als Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft möchten die politischen Voraussetzungen schaffen. Das heißt, wir wollen ein System, das eine dauerhafte Grundlage für eine gesunde und ausreichende Ernährung sichert, in dem sowohl die Bäuerinnen und Bauern ökonomisch tragfähig wirtschaften können, aber auch die Umwelt, die Tiere und das Klima geschützt werden. Und mit Blick auf den Koalitionsvertrag heißt das, dass wir weniger Tiere besser halten wollen. Zugleich verfolgen wir einen Ausbau des Ökolandbaus, weil da viele Vorteile einfach zusammenkommen. Und ein weiteres Vorhaben ist, das war auch schon angesprochen worden, ich glaube, Frau Wunder war es, wir haben vor, eine Ernährungsstrategie zu erarbeiten, die wir wirklich als wichtigen Beitrag zu dieser Agrar- und Ernährungswende sehen. Das wollen wir bis Ende nächsten Jahres erarbeiten und dann beschließen als Strategie der Bundesregierung. Wir verfolgen dabei einen systemischen Ansatz. Das heißt, wir nehmen sowohl Maßnahmen als auch Lebenswelten und Akteure in den Blick. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir uns mit anderen strategischen Initiativen verknüpfen. Das heißt, wir werden die Ergebnisse des Dialogs der Dialogreihe zum UNFSS, also zu den internationalen Diskussionssträngen zur Veränderung des Ernährungs- und Agrarsystems, da wollen wir Ergebnisse aufnehmen. Da planen wir für nächsten Monat eine Veranstaltung. Und wir unterstützen in ganz vielen Punkten die Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Kommission, weil auch da viele Ansätze, glaube ich, gut sind, um halt
bei der Transformation des Ernährungs- und Agrarsystems Fortschritte zu machen. Aber die Krise, die bislang bekannt waren, sind natürlich durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine um eine weitere Krise ergänzt worden, die zudem deutlich macht, dass internationale Abhängigkeiten bei Energie, aber auch zu externen Betriebsmitteln nochmal die Schwachstellen unseres jetzigen Systems aufzeigen. Es wird aber noch schwieriger im Moment, die Transformation mit Energie voranzutreiben, weil relevante Akteure sowohl in der Landwirtschaft wie in der Lebensmittelverarbeitung, im Handel, selbst bei den Verbrauchern, da erlahmt ein bisschen die Energie. Es gibt einen ganz stark geäußerten Wunsch, der uns erreicht, hier die Pausentaste zu drücken und gerade jetzt nicht mehr weiterzumachen. Und auf der anderen Seite, das haben Sie in Ihren Beiträgen heute, glaube ich, sehr eindrücklich gezeigt, nimmt die Dringlichkeit eher noch zu. Ich will die Zeit jetzt nicht überspannen, deswegen, ich denke, wir müssen effizienter und sorgsamer mit unseren Ressourcen und auch vor allem mit unseren Nahrungsmitteln umgehen. Das heißt konkret mehr Teller, weniger Tank, weniger Trog, weniger Tonne. Wir haben es heute gehört, weniger ein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungs-, manchmal auch ein Mehrheitsproblem. Und wir suchen die Ansätze und wollen die verfolgen, die sowohl die Existenznöte, die aktuell da sind, bekämpfen, aber auch Freiheitsrechte wahren, die neue Normen, neue Ernährungssysteme unterstützen, die Krisen gemeinsam lösen und wo wir Mehrheiten und große Hebel finden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bell. Schauen wir in die Haushalte und besonders die der von Armut Betroffenen und holen Michael Stiefel in die Diskussion rein. Alles wird teurer und in der Not müssen sich die Menschen das auch am Essen sparen. Was sind Ihrer Meinung die ein oder zwei Maßnahmen, die dem Grundrecht auf Nahrung entgegenkämen, die die Regierung umsetzen kann und die Menschen mit weniger Geld unkompliziert und, wie wir eben gehört haben, dauerhaft den Zugang zu gesunder Ernährung ermöglichen können? Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann und auch etwas vielleicht beitragen kann. Die Frage ist, glaube ich, zu groß. Ich konnte jetzt die vorausgehenden Vorträge nicht hören, weil ich stolpere gerade aus der Veranstaltung von EKD und Diakonie Deutschland zum Wärmewinter hierher, wo wir gerade mit ganz vielen Gemeinden und Einrichtungen gesprochen haben, wie kann denn diese Situation von allen Menschen zusammen irgendwie auch bewältigt werden. Die Aktion ist ja heute gestartet und das ist natürlich auch ein Thema für Menschen, die im Moment noch gar nicht wissen, wie weit sie in Kürze auch vielleicht in Armutslagen sich wiederfinden werden. Ich selber habe es natürlich, wir als Armutsnetzwerk sind ein Verein von Menschen, die in Armutslagen selber leben und versuchen, sich dazu politisches Gehör zu verschaffen, insbesondere natürlich auf der Bundesebene und auch auf der europäischen Ebene. Da stellt sich die Sachlage natürlich anders dar, dass es für viele überhaupt erstmal darum geht, auskömmlich und bedarfsgerecht sich ernähren zu können oder sich auch am gesellschaftlichen Leben mit Mobilität und so weiter zu beteiligen. Vielleicht auch in dem Ausmaß, wie manche sich das so nicht vorstellen können, wo auch die eine oder andere Frage dann sicher nochmal anders gestellt werden muss. Ja, im Moment erleben viele sich in einem Schraubstock aus mehreren Richtungen. Nicht nur die Lebensmittelpreise steigen, auch die Energiekosten, Mobilitätskosten, es steigt eben alles. Und wie neulich eine Dame in einer höheren Position eines Wohlfahrtsverbandes sagte, sie habe festgestellt, dass ihr Wocheneinkauf jetzt nicht mehr 45 Euro, sondern 75 Euro kostet, der ganz normal sei, wenn ich das mal 4 nehme, dann bin ich bei 300 Euro. Und wenn ich jetzt noch eine Steigerung um weitere 25 Euro annehme, dann sind 4 mal 100 Euro 400 Euro. Dann bleibt vom derzeitigen Regelsatz schlicht und einfach gar nichts mehr übrig. Also für manche Menschen stellen sich die Frage eben so,
ja, erst spare ich die Butter, dann den Aufstrich und sollen wir jetzt am Ende auch noch das Brot sparen? Sparen heißt hier schlicht und einfach Verzicht. Und das ist sozusagen die eine Perspektive. Also im Moment gibt es einfach die Situation, dass die Ausgaben für die Ernährung weder auskömmlich sind, noch in irgendeiner Form auch eine gesunde Ernährung ermöglichen, womit tatsächlich auch ja, die Zukunft der Kinder aufs Spiel gesetzt werden. Es wird zunehmend berichtet eben von auch krasser Mangelernährung in bestimmten Bereichen. Wahrscheinlich haben Sie darüber alles schon geredet. Und das stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die Gesellschaft sich das eben erlauben möchte, so mit den Menschen umzugehen, die eben an ihrem unteren Ende leben müssen. Und natürlich dann wieder andersrum, vielleicht noch ein Satz, auch hier natürlich Beispiel, wenn man dann von wohnungslosen Menschen redet, die der Mehrwertsteuer vielleicht nicht entgehen können, weil überall, wo ich auf Bahnhöfen oder sonst wo was kaufe, habe ich hohe Mehrwertsteuersätze. Ich muss für Wasser 19 Cent für eine Flasche zahlen. Das heißt dann für den Kubikmeter 120 bis 160 Euro, während Sie in Ihrem Haushalt vielleicht 1,50 oder im schlimmsten Falle 8 Euro den Kubikmeter bezahlen. Das sind so die Blickwinkel, mit denen wir uns beschäftigen und die wir gerne in die Debatte einbringen wollen. Vielen Dank, Michael Stiefel. Und wir werden auf die wichtigen Themen gleich auch noch eingehen können, aber holen wir erst noch die Perspektive der Höfe mit dazu. Julia Batal, noch gerade mit Verbindung im Irak. Wir haben vorhin schon den Fleischkonsum angesprochen. Und wenn man da auf die Höfe guckt, weiß man, eine der großen Wunden ist im Moment die Tierhaltung. Vielen Gremien besprochen, so wie sie im Moment praktiziert wird, nicht zukunftsfähig, weder ökonomisch noch aus den Perspektiven Klimaschutz, Tierschutz, Welternährung und Gesundheit. Wie also kann man auf den Höfen die Transformation einleiten? Was brauchen LandwirtInnen, um sich den veränderten Ansprüchen an die Tierhaltung und an die Ernährung im Generellen stellen zu können? Und wer hat Interesse, dass alles so bleibt, wie es aktuell ist? Naja, grundsätzlich ist es total wichtig, jede Transformation ja in der Landwirtschaft, im Ernährungssystem überhaupt nur mit den Landwirtinnen zu machen. Also es wurde auch in anderen Vorträgen glücklicherweise schon gesagt, ne, dass es halt auch nicht geht, uns als die guten oder die schlechten Landwirtinnen auseinander zu dividieren. Wir haben gute Pläne wie den Borchert-Plan. Wir müssen natürlich den Umbau, also wir müssen alles, was wir als Betriebe leisten, müssen wir natürlich auch Unterstützung kriegen gesellschaftlich, weil wir haben uns in ein Ernährungssystem und in ein Agrarsystem gemeinsam hineinmanövriert, was ja so auch lange Zeit gewollt war von den Betrieben. Die Betriebe stehen ja finanziell auch nicht auf irgendwie sicheren Tüchern oder so. Also das heißt, um diese Änderungen herbeizuführen, egal ob wir von der Tierhaltung, ob wir von regenerativer Landwirtschaft, Klimafitness, Regionalität und so weiter sprechen, müssen wir natürlich gesellschaftlich das gemeinsam angehen mit den Betrieben. Und ich denke, Borchert ist da ganz, ganz, ganz wichtig zentral. Aber es ist natürlich auch wichtig, weil es fällt mir immer auf bei den ganzen Vorträgen, ich habe mir Leute andere Sachen hier notiert, die auch in Bezug auf pflanzliche Produktion sind, dass ja schon wenig mit uns aus der Praxis zusammen agiert wird, die Änderungen zu machen. Und jetzt bin ich hier gerade im Irak, fahre heute durch eine Landschaft, die mich erschreckend und berührend zugleich an einiges in Brandenburg erinnert. Ich bin zum ersten Mal hier, hier sind sehr große Flächen, sehr, sehr große Schläge und das sind ehemalige Sumpf- und Moorflächen, die systematisch drainagiert wurden, die agrarisch genutzt werden. Wir sind hier in der Geburtsstätte des menschlichen Getreideanbaus. Und wir reden jetzt bei all diesen Krisen davon, wie der Hunger ja auch in dieser Region der Welt immer massiver wird, wie dann auch, ich sag mal, eine agrarindustrielle Seite ein Interesse hat. Und das betrifft die Tierhaltung, aber eben auch die Pflanzenproduktion. Den Ukraine-Krieg von Tag 1 zu instrumentalisieren, anders kann ich es nicht sagen, um einen Pushback zu machen gegen Green Deal, gegen Farm to Fork, also gegen alle und ganz viele andere Maßnahmen mehr, die wir brauchen, um endlich in die Wende reinzukommen, die wir ja unbedingt auch planetarisch wirklich brauchen. Und
Das wird für mich umso zynischer, wenn ich sehe, dass die gleichen, es sind ja Verteilungsungerechtigkeiten, aber es sind ja vor allem auch falsche Agrarpolitiken und Agrarsysteme, auch im globalen Süden. Also deswegen stelle ich das so fest, mit jetzt auch hier mit der Trockenlegung, ne, und so weiter und der agrarindustriellen Entwicklung mit sehr, sehr, hier trocknet einfach die Landschaft genauso wie zu Hause in Brandenburg aus, ne? Und die Maßnahmen dagegen, das sind das, was wir gerade machen hier, dass wir als Bauern und Bäuerinnen ja auch schon seit vielen Jahren hier in der Region uns austauschen, Brutvermehrung von auch ja, samenfesten Sorten, Biodiversität, agrarökologische Methoden uns austauschen und lernen und das Gefühl haben, dass wir das ständig alleine machen und gegen Windmühlen ankämpfen, während eine Politik halt nur hinterherhinkt und dann aber sogar im Zweifelsfall instrumentalisiert die Krisen, die uns als Menschen betreffen, also hier in dieser Region ja auch schon ganz lange diese Kriege und Konflikte und so weiter uns betreffen. Und wenn das dann auch noch instrumentalisiert wird, um das gleiche Agrarsystem, was hier den Hunger an erster Stelle überhaupt verursacht, dann wird es schon wirklich bitterböse. Also das ist mehr als zynisch. Und um da das Positive zu sagen, ist halt, ich glaube, dass wir als Bauern und Bäuerinnen, ABL ist ja als Mitgliedsorganisation bei La Via Campesina, wir sind global organisiert und wir sind ja schon sehr lange so unterwegs, wie wir jetzt hier gerade in diesem Bus hier unterwegs sind, dass wir Gegenkonzepte entwickeln. Aber auf politischer, globalpolitischer, aber auch in Deutschland auf der Ebene habe ich halt oft das Gefühl, dass wir ständig eine Politik des Feuerlöschens fahren. Immer dann, wenn die Luft schon richtig brennt, dann werden die Milliarden in die Hand genommen, dann müssen die Notprogramme laufen, von einer Krise zur nächsten wird geschlingert. Und wir haben das große Privileg noch in Europa, dass wir ja wahnsinnig viele Möglichkeiten und eben Privilegien auf unserer Seite haben, mit ja, einen guten Weg, also das anzupacken und zu ändern, bevor wir uns in einer Extremnotsituation. Es ist globaler Hunger, globale ja, Agrarsysteme sind eine Gerechtigkeitsfrage und wir sind einfach nicht alle in einem Boot. Wir sind alle in einem Sturm und wir sind in ganz unterschiedlichen Booten unterwegs. Nur müssen wir uns auch in Europa klar machen, dass auch eine Yacht irgendwann untergehen kann. Und wenn wir uns das nicht klar machen, dass wir mit dem vorgelagerten Bereich, in dem wir in so großen Abhängigkeiten sind, dann kommen wir womöglich auch in eine Situation, die uns auch wirklich zu schaffen macht. Und ich höre mal kurz auf, weil hier kurz relativ Remi-Demi um mich rum ist. Ja, vielen Dank, Julia. Wir haben dich aber gut verstanden. Danke auch für die globale Perspektive und die Vergleiche. Es gab im Chat schon zwei Fragen, da würde ich dich schon mal drauf vorbereiten, aber wir kommen später drauf zu. Das eine ist mögliche vermeintliche oder reale Zielkonflikte zwischen Maßnahmen, die den Klimaschutz oder die Biodiversität betreffen und der Realität auf den Höfen. Und die zweite Frage war in der Tat auch, wie wir mit Blick auf die Ukraine-Krise auf die Entwicklung dort in der Landwirtschaft schauen. Aber bevor wir da einsteigen, erstmal bringe ich noch Stefanie Wunder und Benjamin Buditzki zurück in die Runde und vielleicht nochmal auf die Notwendigkeit des Handelns geschaut. Wir haben es ja eben schon gehört, wir haben nicht viel Zeit. Nach Aussagen des Sachverständigenrat für Umweltschutz haben wir weniger als 10 Jahre, also bis 2031 heißt es, Deutschland klimaneutral zu machen. Was bedeutet das für unsere Ernährung und wie steigt die Politik nicht nur mit Strategien, sondern eben flankierenden Maßnahmen ein? Stefanie Wunder hatte ja schon einige Maßnahmen in den Raum geworfen, ebenso Benjamin. Ich würde euch einladen, euch lebhaft an der Diskussion untereinander auch zu beteiligen. Genau, und jetzt die Frage nach der Notwendigkeit und des schnellen Handelns. Vielleicht erstmal nochmal an Benjamin Buditzki und dann an Eva Bell zu den Maßnahmen, die eingeleitet werden. Ja, also wir sehen auf jeden Fall, dass die Herausforderung riesig ist und die Zeit ziemlich knapp. Ja. Die Frage, also der Punkt ist also, wir müssen sehr schnell handeln. Ja. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut,
wie erfolgreiche Politik funktioniert, dann heißt es trotzdem auch, dass man Koalitionen binden muss, dass man Mehrheiten findet. Das heißt, dass man alle mitnimmt. Und diese Prozesse, die ja dann partizipativ sind, sind natürlich auch gleichzeitig sehr, sehr zeitraubend. Ja. Umso wichtiger vielleicht auch, dass man jetzt wie hier so eine Art neue Koalition auch bildet. Also dass zum Beispiel gerade auch die Gesundheitsseite stärker reinkommt in diese Diskussion, die vor einigen Jahren ja noch gar nicht dort drin sich befunden hat. Und auch, ich glaube, so Dinge wie die Zukunftskommission Landwirtschaft, die sehr, sehr wertvoll war. Aber ich frage mich, warum, wenn so ein Konsens erarbeitet wurde, warum der jetzt nicht umgesetzt wird? Und das ist vielleicht auch meine Frage an die Politik. Da stehen wahnsinnig, es gibt sehr viele, sehr gute Vorschläge drin. Und anscheinend haben ja selbst die Bauernverbände da auch zugesagt. Und ich wünschte mir einfach, dass jetzt auch dann das in Gang kommt. Ja? Und dann frage ich mich auch, wenn es jetzt einzelne Optionen nicht möglich sind, ja, da ist ja ein ganzes Portfolio an Maßnahmen drin. Warum fängt man da nicht mit anderen Sachen an? Ja? Also wenn jetzt, was weiß ich, eine Mehrwertsteuererhöhung nicht drin ist, dann ist vielleicht eine Mehrwertsteuerreduktion auf Gemüse das Richtige, um dann auch sozial zu entlasten. Und dementsprechend würde ich mir einfach wünschen, dass wir anfangen und dass man sich auch an dem orientiert, wofür es bereits jetzt Kompromisse gibt. Wenn das jetzt die Überleitung war, dann vielen Dank. Und warum man nicht anfängt, wenn es die Kompromisse gibt, war die letzte Frage jetzt. Ich glaube, der Kompromiss ist in der Zukunftskommission Landwirtschaft gefunden worden, aber noch nicht in der Politik. Das muss man, glaube ich, mal ganz deutlich sagen. Und wenn Sie sich den Koalitionsvertrag anschauen, dann gibt es dort einige Vorhaben, die, glaube ich, ganz gut auch als Lösungsansätze geeignet sind. Also wir werden in der Ernährungsstrategie, die wir erarbeiten, einen großen Schwerpunkt setzen auf die Gemeinschaftsverpflegung. Das ist heute auch, glaube ich, gut dargestellt worden, dass das ein Ansatz ist, wo Politik ganz gut eingreifen kann. Es ist allerdings nicht so, um das vielleicht auch noch mal ein bisschen aufzufächern, dass wir da an allen Stellen einen sofortigen Durchgriff haben, sondern selbst in der Kantine, da war gesagt von Kita, Schule, das ist in kommunaler Hand, also nicht in Bundeshand. Dann haben wir die Bundeskantinen, ja, das ist unsere eigene Verantwortung, da müssen wir uns dran begeben und sind dabei, die Kantinenrichtlinien zu überarbeiten, auf mehr Bio umzustellen, auf andere Ansätze umzustellen, um nachhaltigere Angebote zu haben. Aber wenn es dann schon wieder in Richtung Krankenhäuser geht, das sind Träger oder auch Seniorenheime, da gibt es vielfach Träger bei den sozialen Verbänden, die müssen alle einzeln überzeugt werden. Und das heißt, unser Ansatz war die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die auch schon Nachhaltigkeitsaspekte enthalten. Da wollen wir jetzt für eine größere Verbreitung sorgen und schauen, dass halt in den Kantinen besser danach gekocht wird. Das ist zurzeit nur im einstelligen Prozentbereich bei den Kantinen, bei den Gemeinschaftsverpflegungsangeboten. Da wollen wir deutlich mehr haben und nehmen da auch einige Millionen in die Hand. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung wird da unterstützt, dies weiter zu verbreiten und dafür zu werben. Andere Punkte, die Sie angesprochen haben, ich will das jetzt nicht nur Gemeinschaftsverpflegung sagen, aber ich will die Steuer vielleicht nochmal rausgreifen, weil dazu steht eben leider nichts im Koalitionsvertrag und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, dass der Minister, also Cem Özdemir, da durchaus eine Offenheit hat, an diesem Instrument das auch einzusetzen. Aber wir sind eben in einer Koalition. In einer Koalition vereinbart man sich und braucht die Unterstützung der anderen Koalitionäre, um überhaupt die Mehrheit für so ein Vorhaben dann im Bundestag zu finden. Und diese Mehrheit bzw. dieses Einvernehmen haben wir in der Koalition nicht, sodass wir da im Moment einfach nicht weiterkommen, auch an anderen Stellen nicht weiterkommen. Sie haben angesprochen,
Wir haben Einvernehmen an vielen anderen Stellen gehabt, ja, das stimmt, aber auch bei für mich ganz offen liegenden Themenfeldern wie Lebensmittelverschwendung. Auch hier ist eigentlich die Zielstellung, bis 2030 die Lebensmittelabfälle zu halbieren. Und darauf können wir uns im Moment, wir sind noch in den Verhandlungen und ich will den Verhandlungen nicht vorgreifen, aber es sind sehr zähe, sehr schwierige Verhandlungen, um mit dem Handel, um mit den Verarbeitern, aber auch mit der landwirtschaftlichen Produktion eine verbindliche Vereinbarung zu schließen, die dieses Ziel verfolgt. Weil im Moment eben alle uns entgegenhalten, wir sind mit Kosten von Energien, mit steigenden Lebensmittelpreisen konfrontiert. Wir haben nicht die Kraft, die Energie, die Ressourcen, uns jetzt diesen Zielen zu widmen. Das ist das, was uns gerade entgegenschlägt, sodass halt der Konsens in der Zukunftskommission Landwirtschaft, glaube ich, ein ganz wichtiger Meilenstein war, um halt hier auch zu transformieren oder in die Transformation zu kommen. Aber jetzt müssen weitere Akteure überzeugt werden und mitgewonnen werden, dass sie da auch wirklich aktiv werden wollen. Und was uns hoffentlich bald gelingt, ist eben, dass wir als wichtigen großen Hebel halt die Tierhaltung identifiziert haben. Wir arbeiten an der Tierhaltungskennzeichnung, wir arbeiten an den Maßnahmen zum Umbau der Tierhaltung, an den entsprechenden finanziellen Unterstützungen. Das sind sehr intensive, arbeitsintensive Prozesse, die wir gerade angehen. Vielen Dank. Julia hat sich gemeldet, die würde ich jetzt auch gleich zunehmen, aber ich werfe schon mal die Frage an Stefanie Wunder rein, reicht das? Und wie kann man gegebenenfalls durch gesellschaftliche Einbindung, ich sage jetzt mal, das Ministerium unterstützen, damit diese Konflikte innerhalb der Regierung sowohl transparent gemacht werden, als auch dann besprochen werden? Aber erst mal zu Julia, damit die, wenn die Verbindung jetzt gerade gut ist, wir auch die landwirtschaftliche Seite noch mal hören. Na, ich finde es einfach ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, wenn wir über die Tierhaltungskennzeichnung sprechen, ne, dass dann auch wirklich konsequente Schritte umgesetzt werden. Also wenn zum Beispiel beim Schweinefleisch die Ferkelproduktion, die Sauenhaltung ausgelassen wird aus der Kennzeichnung, wenn die Produktionsabläufe und Ketten also nicht wirklich dargestellt werden, dann bin ich der Meinung, kommen wir da einfach keinen Schritt weiter. Also wir brauchen da wirklich eine absolute eine Konsequenz in der Durchführung, eine Klarheit, eine Übersichtlichkeit irgendwie, und wir brauchen auch eine ganz, ganz deutliche Bekennung eben zu Borchert und allen Möglichkeiten, das umzusetzen. Und ich finde es auch wichtig, wenn wir über regionale Ernährungsstrategien sprechen, dann also das ist ja ganz toll, dass die Ernährungsstrategien jetzt auch auf Regierungsebene umgesetzt werden. Sie sind geschaffen von den Ernährungsräten oder auf den Weg gebracht aus der Zivilgesellschaft. Und auch da müssen wir natürlich sehen, dass alle Kundtaten sozusagen, dass es so und so viel in den öffentlichen Speisungen geben wird, wenn zum Beispiel die Weiterverarbeitung, wenn also auch der Flaschenhals, der Abnahme der Produkte, auch bei den pflanzlichen Produkten, ich spiele mal hier Advocatus Diaboli, wir haben alle verstanden, da bin ich ganz mit der Meinung, dass wir über die Art der Tierhaltung, dass wir die umbauen müssen, dass Tierzahlenreduktionen in den Orten, in den Gegenden, wo intensive Tierhaltung und wo die Tierzahlen viel zu hoch sind, absolut stattfinden müssen. Aber auch die pflanzliche Ernährung braucht Abnahme und Weiterverarbeitung. Und wenn wir diese Dinge nur als Lippenbekenntnisse haben, aber auch da wieder die Praxis und die Praktikerinnen nicht mitnehmen, dann kommen wir keinen Schritt weiter damit. Das heißt, das ist wirklich wichtig, dass da auch das Handwerk eben im Auge zu haben. Und ich bin sehr froh, dass dann doch irgendwann gesagt wurde, es wird manchmal einfach vergessen. Ich glaube, es müssen wir sehr deutlich sagen, es wurde gesagt, dass es eben nicht der individuelle Konsum ist, weil sonst... Ich weiß, es wurde hier gesagt, es klingt nur sehr oft so und es reduziert sich. Es ist aber, selbst wenn es ein gesellschaftlicher Konsum ist, der freie Markt wird es nicht richten. Ich glaube, der Markt ist sehr viel stärker als unsere Konsumwünsche, auch als Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen wirklich, wirklich, wirklich starke und konsequente Politik. Aber wir brauchen natürlich auch die Umsetzung in der Praxis. Und wir brauchen das auch um diese pflanzliche Produktion. Es muss auch dort in der Politik. Wir brauchen eine GAP, die regenerative Landwirtschaft, die Agroforstsysteme, alles das, was absolut mangelhaft ist, ab 23. Da sind
Anfänge sind da zu sehen. Bei uns in Brandenburg ist die regenerative Landwirtschaft wieder komplett von der Liste geflogen. Und die Förderungen, die es gibt, sind einfach zu gering. Und deswegen, wenn ich auch dieses Beispiel hier mit den Landschaften, ich kann da den Advocatus Diaboli spielen und sagen, selbst wenn wir dann mehr pflanzlich produzieren, wenn wir es von Ackerrand zu Ackerrand, wenn wir es nicht regenerativ tun, der Markt ist sehr gut darin, nette Konzepte, auch wie die Planetary Health Diet, für sich umzuwandeln, für sich profitabel zu machen und wieder in etwas zu gestalten, was nicht der Nachhaltigkeit, nicht der Biodiversität und auch nicht unserer menschlichen Gesundheit, auch nicht der Gesundheit unserer Arbeiter und Arbeiterinnen in der Landwirtschaft oder im Ernährungssystem dient. Das heißt, wir müssen da einfach wirklich sehr genau hingucken und wirklich sehr konsequent sein in den Lösungen und die mit uns Praktikerinnen umsetzen. Dankeschön. Danke, Julia. Stefanie, ich würde mich kurz nochmal einschalten. Für die, die nicht so sehr in der Agrarbubble stecken, Borchert war auch eine Kommission von Experten, die sich mit dem Umbau der Tierhaltung speziell auf den Höfen, also für mehr Tierschutz auf den Höfen, beschäftigt hat. Also das ist die Abkürzung Borchert. Jetzt zu dir, Stefanie, und mit der besonderen Frage, was muss geschehen, um die Ernährungsindustrie umzubauen? Um die Ernährungsindustrie umzubauen. Ich nehme nochmal die Frage vorhin, Saskia, die du gestellt hattest, reicht das und wie kann man das durch die Einbindung der gesellschaftlichen Akteure unterstützen? Das, ich lasse mal im Hinterkopf noch die Ernährungsindustrie radern. Frau Bell hat jetzt sicherlich gerade nur Ausschnitt genannt dessen, was sozusagen im Teil der Ernährungsstrategie dabei sein wird. Ich erinnere mich an die Auftaktveranstaltung und da war die ganze Frage der pflanzenbasierten oder pflanzenbetonten Ernährungsweisen ja durchaus dabei. Also insofern würde ich jetzt sagen, nee, das reicht nicht, aber ich glaube, das ist ja auch auf der Agenda. Aber weil das jetzt auch gerade nochmal genannt wurde, das ist natürlich extrem wichtig, das zusammen mit der Produktion zu denken, zumal die Lebensmittel irgendwo herkommen müssen, sie abgenommen werden müssen und auch wenn wir diese Borchert-Bubble jetzt gerade kurz erklärt haben, also Konzepte, wie man eine tierwohlfreundlichere Nutztierhaltung hinkriegt, dann muss man natürlich fairerweise auch sagen, 100% der aktuellen Nutztierhaltung werden wir nicht mit mehr Platz hinkriegen. Also wir brauchen auch eine Abstockung, das ist total klar. Und deswegen brauchen wir auch Perspektiven für Landwirte jenseits der Tierhaltung. Und das ist natürlich so wichtig und ein so neues Feld zu gucken, wie kann das irgendwie zusammenpassen? Wie kann man beide Prozesse ineinander laufen lassen? Also das ist auch ein Plädoyer, ähnlich wie Julia Bartal das gemacht hat, da wirklich auch, obwohl man über Ernährung, also eine konsumseitige Veränderung redet, dort die Landwirtschaft mitzudenken mit all ihren Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten. Und Frau Bell hat ja natürlich auch sehr schön aufgezeigt, wie die Schwierigkeiten gerade da sind im Sinne von ausgehandelte Kompromisse zwischen den Akteuren, sind nicht zwangsläufig ausgehandelte Kompromisse von den politischen EntscheidungsträgerInnen. Und trotzdem würde ich sagen, dieses blöde, fluffige Wort Dialog spielt einfach eine extreme Rolle, weil wir haben das gesehen bei dieser, auch wieder so eine Bubble, Zukunftskommission Landwirtschaft, also man sperre einfach die Streithähne der letzten Jahrzehnte zusammen, leider dann nicht immer in physische Räume, aber wirklich die Vorsitzenden der Umweltschutzverbände, der Bauernverbände und so weiter und staune, dass doch auf erstaunlicherweise auch Kompromisse möglich sind auf einer Zielebene. Das würde ich jetzt tatsächlich auch noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil sobald der Konflikt da war, sind auch einige Akteure durchaus wieder in alte Muster verfallen. Und man muss auch sagen, dass in dieser Kommission auch keine Ernährungsspezialisten sitzen. Ne? Also man kann jetzt nicht einfach das Gleiche weitermachen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dieser Effekt wirklich durch einen sehr guten Prozess, den Herr Strohschneider da mit dem BMEL gut hingekommen hat, dieses gegenseitige Verständnis und auch die Kompromissbereitschaft aufzubauen, das muss man, finde ich, jetzt in diesem Prozess machen. Und auch um auf Friederike vorhin zurückzukommen, ja, das ist nicht die individuelle Verantwortung nur. Wir sind alle gesellschaftliche Akteure in unseren Rollen. Diese Akteure einzubinden, die dann wiederum auch Druck aufbauen können und konkrete Vorschläge machen können, ist, glaube ich, sehr wichtig, zumal, das ist der letzte Punkt, einige Akteure noch gar nicht richtig mobilisiert wurden. Also man sieht, dass natürlich die Umweltszene da sehr aktiv ist. Man sieht auch einige sozusagen der ErnährungsberaterInnen sehr aktiv sind. Aber große Teile der Gesundheitsszene beginnen sich zu bewegen. Und dann, ich bin froh, dass Herr Stiefel heute da ist, ist natürlich nicht irgendwie jetzt ein Repräsentant von einem Sozialverband. Aber die Sozialverbände
die gucken natürlich auch noch so ein bisschen, wie sie mit dem Thema umgehen. Die werden sich jetzt nicht gleich für eine pflanzenbasierte Ernährung interessieren, aber die sehen natürlich das massive Problem der Ernährungsarmut und dass Menschen sich Obst, Gemüse, gesunde Ernährung nicht leisten können. Also insofern packen wir sie doch da und holen uns da auch Vorschläge ab und binden sie ein und das dann als Gamechanger, um dann auch wieder politische Mehrheiten zumindest wahrscheinlicher zu machen. Ich kann gern noch mal darauf eingehen. Vielleicht der eine Punkt, ja, pflanzenbetont ist einer der Schwerpunkte der Ernährungsindustrie, der Ernährungsstrategie, der ganz wichtigen Stellenwert einnimmt. Und da, selbst wenn wir die Strategie erarbeiten, wir sind ja auch parallel dabei und versuchen schon Maßnahmen umzusetzen. Also wir wissen, dass bei einer pflanzenbetonten Ernährung die alternativen Proteinquellen eine Fragestellung sind. Es gab dazu einen Aufruf. Es hat über 40 Skizzen sind eingereicht worden für Projekte, für Maßnahmen, um halt alternative Proteinquellen auf pflanzlicher Basis, auch mit Fermentierung oder auf zellulärer Basis halt da zu entwickeln, weiterzuentwickeln, innovative Ansätze, die halt zur Marktreife gebracht werden sollen. Also da findet gerade eine Begutachtung der Skizzen statt und wir hoffen, dass wir dann Anfang nächsten Jahres in die Förderphase einsteigen können. Wir setzen natürlich unsere Informationskanäle ein und wir haben mit dem Bundeszentrum für Ernährung ja auch ein ganz wichtige Institution, die in der Ernährungsaufklärung tätig ist und die eben hier Schwerpunkte übernimmt, eben versucht, andere Zielgruppen zu erreichen als bisher, auch gerade in armutsgefährdeten Zusammenhängen oder mit anderen in andere Milieus vorzustoßen, um halt da gesunde Ernährung, pflanzenbetonte Ernährung salonfähiger zu machen. Und ich hatte es schon gesagt, die DGE-Qualitätsstandards versuchen wir in den Gemeinschaftsverpflegungen zu verbreiten. Wir sind aber auch in der Diskussion mit der DGE, die bestehenden Empfehlungen in Richtung auf Nachhaltigkeit hin nochmal zu überprüfen, also die lebensmittelbezogenen Empfehlungen. Und da werden wir einfach eine große Diskussion führen um Milch und Milchprodukte, also welchen Beitrag die für den Einzelnen haben, sondern für eine Bevölkerung, also um da Ernährungsversorgung sicherzustellen. Die Diskussion werden wir da führen müssen. Das sehe ich schon auf uns zukommen. Ja, der Dialog ist wichtig. Wir haben deshalb die Auftaktveranstaltung zur Ernährungsstrategie sehr breit angelegt. Es hatten 150 Vertreterinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen teilgenommen. Da waren auch Wohlfahrtsverbände dabei. Da waren auch aus dem Gesundheitssektor viele Vertreter dabei, die sogar ein neues Handlungsfeld Gesundheitsprävention rein votiert haben, das, was nicht zu den vorbereiteten Handlungsfeldern gehörten. Und ja, das wäre sehr schön, wenn wir halt in die Präventionsansätze der Krankenkasse kämen. Ja, also da, glaube ich, kann man noch viel deutlicher darauf hinweisen, dass hier der Zusammenhang Ernährung und Gesundheitsorientierung oder Gesundheitsförderung ein ganz wesentlicher ist. Insofern, ja, der Dialog mit der ganzen Breite derjenigen, die hier betroffen sind, die sich einbringen wollen, das ist unser Ziel. Und wir haben aber auch den Konflikt, dass wir an vielen Stellen nur sehr wenig Zeit haben. Also wenn wir immer 2030 nehmen, das sind jetzt noch etwas mehr als 7 Jahre, das ist sehr wenig Zeit, um jetzt Maßnahmen miteinander zu verhandeln und dann noch in die Umsetzung zu bringen. Das heißt, unser Fokus wäre wirklich auch im Rahmen der Strategie, möglichst die Maßnahmen zu identifizieren, die einen großen Hebel haben, die schnell umsetzbar sind, die eine gute, möglichst eine Mehrheit auch hinter sich haben, damit wir auch schnell ins Handeln kommen und möglichst natürlich auch, wir haben gerade gehört, man muss mit den Praktikern sprechen, genau, eine praktische Umsetzung garantieren. Vielen Dank, Herr Stiefel. Ich hole Sie gerne rein, auch mit der Frage, wir haben jetzt einiges gehört, Kantinen oder Gemeinschaftsverpflegung, Mehrwertsteuer, Grundversorgung. Ist da was für Sie dabei? Wo würden Sie die Schwerpunkte setzen?
Ja, das insgesamt ist es ein spannender Spagat, der hier aufzumachen ist. Und wir als Armutsnetzwerk sind ja auch dabei bei dieser Vernetzung zur sozialökologischen Transformation, an der sich ja neben Caritas, Diakonie, die großen Wohlfahrtsverbände, aber auch Greenpeace, WMF und auch die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist gerade, glaube ich, am Überlegen. Über 50 Organisationen versuchen dort zusammen auch an Themen zu arbeiten. Gut, natürlich interessiert uns die Frage, wie kann man auch die ärmeren Menschen insgesamt mitnehmen? Und da würde ich jetzt gerne nochmal aus dem, was ich jetzt gehört habe, vielleicht drei Aspekte ansprechen. Also ich sage mal so, ich denke, ein großer Hebel ist schon im Bereich von Gemeinschaftsverpflegung. Und wir haben das jetzt auch, sage ich mal, unter dem Stichwort zweite Schicht in Kantinen, egal ob bei Firmen oder bei Krankenhäusern, ist mir egal wo, aber wir werden Orte brauchen, wo Menschen was zu essen kriegen und Wärme kriegen in der nächsten Zeit. Und es wäre vielleicht dann auch ein Weg, Leuten auch einfach es anzubieten, sich mal anders zu ernähren, wie sie es bisher tun. Ich glaube, da könnte eine Chance drin liegen, auch Menschen mit wenig Geld mitzunehmen, indem man eben dort auch pflanzliche Lebensmittel anbietet. Ich bin mit der Haltung bei uns wirklich auch etwas alleine, muss ich so sagen, weil wenn ich beim letzten Wohnungslosentreffen mit 100 Leuten denke, dann ist es einfach vielleicht eine Person, die sich vegan ernährt. Also je ärmer die Menschen sind, desto rückschrittlicher ist das Ernährungsverhalten, desto mehr Fleisch wird gegessen, auch von den Hilfseinrichtungen. Hauptsache satt, Hauptsache viel Kalorien, viel Fleisch, viel Fett, damit niemand meckert. Also das hinkt weit hinterher dem, was man vielleicht in Mittelschichtkreisen so gewöhnt ist oder worüber man sich austauscht. Und da muss man Menschen einfach mitnehmen. So ganz generell sind wir an der Stelle aber natürlich, ja, jetzt würde ich sagen, okay, jede Familie braucht eine Tüte Obst oder Gemüse, die sie einfach so kriegt. Wir sind komplett eigentlich gegen Sachleistungen, weil sie paternalistisch sind und die Menschen selber entscheiden sollen, was sie kaufen möchten oder müssen. Aber das Angebot, eine Tüte Obst abzuholen, was dann eben querfinanziert wird, wie auch immer, wäre eine Möglichkeit, die auch mitzunehmen, weil am Ende wird nämlich daran gespart in den Familien oder auch bei Einzelpersonen. Und dann wird eben halt kein Gemüse und überhaupt gar kein Obst gegessen. Und das hat gesundheitliche Folgen. Man stirbt dann eben 10 Jahre früher, wenn man armutsbetroffener Mann ist. Also da sehe ich schon Möglichkeiten, aber immer auf dem schmalen Grat des Paternalismus, also und der Umerziehung. Aber einfach die Option, dass es das gäbe. So, und da gehört dann, letzter Punkt, für mich irgendwie auch dazu. Also ich selber bin an dem Verteilsystem für weggeworfene Bio-Lebensmittel seit über 10 Jahren selber beteiligt und ernähre mich quasi ausschließlich davon. Was auch in diesem Wohlstandssektor mit Flugmangos und allem drum und dran genauso viel weggeschmissen wird. Da muss aber auch ein bisschen Diversität in diesen Verschwendungsbekämpfungskonzepten her. Also die Vertafelung ist auch ein Abhängigkeitssystem und ich sage immer, jedem Monopol täte ein bisschen, wie nennt man das, Konkurrenz gut. Und ich glaube, da gibt es Luft nach oben, weil das ist, glaube ich, hindert auch, dass viele Sachen schneller dorthin kommen, wo sie verbraucht werden, weil wenn sie 5-mal hin und her transportiert sind, verlieren sie ja eben alles auch nur noch an Qualität und wird dann nur noch schlimmer. Also es wären so die drei Punkte, die ich zu bedenken gebe. Ich glaube, die Armen sind nicht aufgerufen. Also wir sind Sektor kleiner Fußabdruck. Wir sind nicht aufgerufen, das Problem zu lösen. Es gibt einen Aufholbedarf, aber da wären vielleicht Beiträge zu suchen und zu finden. Danke. Ja, vielen Dank. Ich möchte gleich die Diskussion mal ein bisschen auf die EU-Ebene nochmal heben, weil wir haben ja schon gehört, auch die EU will vorlegen mit neuen Gesetzesvorschlägen, um systemische Ansätze in der Ernährungspolitik
Politik vorzulegen. Aber kurz noch, weil Michael Stiefel und ich hatten schon mal über diese Idee zweite Schicht gesprochen und ich weiß nicht, ob sie so schnell von allen verstanden wurde. Der Vorschlag ist, dass man vor allen Dingen natürlich öffentlich gemanagte Kantinen, aber gegebenenfalls auch privatwirtschaftlich organisierte Kantinen in einer zweiten Schicht, also nach der Hauptmittagszeit, geöffnet lässt und ein weiteres Angebot macht an Menschen, die eben zumindest vielleicht einen warmen Platz und ein weiteres Ernährungsangebot neben der Tafel zum Beispiel eben nutzen können und wollen. Und das würde nicht nur vielen Menschen sicherlich helfen, sondern ist sicherlich auch für den gesamten Bereich der Bildung und auch der Teilhabe und auch sicherlich der Arbeitswelt in den Kantinen durchaus sinnvoll. Da würde man in der Tat gegebenenfalls auch weitere Arbeitsplätze schaffen. Genau, also soweit nochmal zur Erklärung. Ich hoffe, ich habe das ganz gut zusammengefasst. Und jetzt vielleicht mal zur Ebene der EU. Wir hatten ja schon gehört, die Kommission hat angekündigt, einen Gesetzesvorschlag bis auch Ende nächsten Jahres, also ähnlich wie die deutsche Ernährungsstrategie, vorzulegen. Ich würde erstmal die Frage an vielleicht Benjamin und Stefanie wenden, so was das uns für Möglichkeiten gibt, und würde gerne von Frau Bell danach noch hören, welche Priorität diese Initiative von deutscher Seite hat und inwieweit sich Deutschland auf dieser Ebene einbringen kann und in der Tat, ob es auch schon, ob die Regierung sich auch schon eingebracht hat in Brüssel. Danke. Ja, das Lustige ist ja, ich dachte jetzt auch schon mal gucken, was Benjamin sagt. Also wenn man Menschen in Deutschland, die sich mit Ernährung beschäftigen, sagt, dass da ganz viel drinsteht in diesem Anhang der Farm-to-Fork-Strategy, was alles gemacht werden soll, dann stößt man in der Regel auf diese Augen, weil das keiner mitbekommt. Das ist eben die Planung eines solchen Sustainable Food System Laws, gibt. Das ist den meisten nicht bekannt. Das ist aber eine riesengroße Chance. Deswegen erkläre ich es jetzt einfach nur kurz. Ich fand das Kabinett Timmermans, also auf seine rechte Hand von der Leyen, hat das, finde ich, ganz schön zusammengefasst. Wenn wir einkaufen gehen, dann können wir uns in der Regel ganz sicher sein, dass wir aus Lebensmittelhygieneaspekten sichere Lebensmittel kaufen. Und dieses Sustainable Food System Law soll eben erreichen, dass das auch nachhaltige Lebensmittel sein sollen. Das klingt erstmal schön plausibel und leicht, aber um es mal zu erklären, das ist das Ziel. Wie man das umsetzt, ist tatsächlich natürlich schwierig, ne, weil man das schlecht eben so ein Produkt ansieht, wie es produziert wurde, weil es einfach nur das Produkt ist und nicht mehr alles sozusagen erkennbar ist, was da reingegangen ist. Ich kann nur sagen, all diejenigen, die zuhören, und es sind ja eben viele, die eben auch in Organisationen organisiert sind, sich damit auseinanderzusetzen und da einzubringen, ist sehr hilfreich. Ich bin auch sehr gespannt, was Frau Bell sagt, inwiefern das im BMEL und in der Bundesregierung schon diskutiert wird, weil es ist natürlich eine große Chance, diese beiden Prozesse zusammenzubringen. Und was das dann auch im besten aller Fälle werden würde, ist so eine Art Dach, ja, unter dem sich dann eben auch so Politiken wie die sehr, sehr wichtige, immer noch sehr, sehr wichtige gemeinsame Agrarpolitik dann wiederfinden und eben auch diesen Zielen dienen müssen. Also, ne, das sind dann wieder einfach übersetzt, dass dann eben auch die Landwirtschaft eben öffentliche Gelder erhält für öffentliche Güter und das eben nicht nur Gelder für Flächenbesitz und früher was Produktionssteigerung bekommt, sondern dass das eben viel stärker integriert wird, dass wir eben auch eine nachhaltige Lebensmittelproduktion und Konsum so gefördert wird und dass eben nicht zwei parallele, sich widersprechende Prozesse sind. So ist es tatsächlich ja noch, dass das nicht miteinander gut zusammengehört. Also insofern kann ich nur sagen, wichtiger Prozess, da passieren eben auch solche Dinge mit nachhaltiges Label, wie soll das aussehen, was sind Kriterien, all das passiert auch im Rahmen der Farm-to-Fork-Strategy, aber häufig noch entkoppelt von den deutschen Prozessen. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich nicht so viel dem hinzuzufügen. Was ich noch gerne sagen würde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die, also natürlich ist EU-Politik wichtig und so weiter und sehr viel in der Landwirtschaft geht über die EU-Politik, aber es muss nicht alles nur über EU-Politik gehen und Deutschland kann auch durchaus in einigen Fällen selber ein bisschen, könnte proaktiver sein. Und aus ökonomischer Hinsicht ist es natürlich immer das Problem des Trittbrettfahrerverhaltens, gerade bei den Treibhausgasemissionen. Man macht was, hat einen Wettbewerbsnachteil davon. Aber wenn wir uns die ganzen lokalen Verschmutzungen
die ja bei Stickstoff der Fall sind, anschaut, dann sind die Kosten dafür natürlich auch lokal. Ja? Und das heißt, wir bezahlen diese Umweltschäden auch jetzt schon über das Trinkwasseraufbereitung. Wir bezahlen sie durch unser Gesundheitssystem und so weiter. Das heißt, auch hier lohnt sich tatsächlich nationale Aktion gesamtwirtschaftlich. Ja, das ist natürlich eine Frage, wie das dann, wie sich das dann verteilt und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive sinnvoll, auch national sich zu verhalten, wenn diese Verschmutzung lokal ist. Und das ist sie im größten Teil bei Stickstoff. Ja, und gleichwohl stecken wir auch in bestimmten Abhängigkeiten und wir sind Teil der Europäischen Union. Das ist ein Binnenmarkt, dem wir beigetreten sind, wo wir Teil des Ganzen sind und uns auch zu bestimmten Dingen verpflichtet haben. Und gerade im Lebensmittelbereich haben wir sehr viele Regulierungen über Verordnungen, die also unmittelbar dann in Deutschland gelten und wo wir dann keine nationalen Spielräume mehr haben. Es gibt andere Bereiche mit Richtlinien, wo dann in nationales Recht umgesetzt werden muss, wo es vielleicht noch leichte Spielräume gibt, aber bei Verordnungen haben wir die nicht. Und im Lebensmittelbereich gibt es eine Basisverordnung, was jetzt so Lebensmittelhygiene angeht. Da kann man einfach nicht so ohne weiteres abweichen. Das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen. Und auch wenn wir das Stichwort Labeling haben, es gibt eine Lebensmittelinformationsverordnung, die einfach den Rahmen setzt. Und da können wir nicht einfach... Ich führe die Diskussion gerade zur Herkunftskennzeichnung. Da müssen wir schon sehr genau prüfen, ob es da halt auch in dem Rechtsrahmen wirklich eine Möglichkeit gibt, hier national voranzugehen, beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen das passiert. Aber deswegen ist eben so wichtig die Farm-to-Fork-Strategie, weil die ja auch viele, glaube ich, richtige Ansätze hat, die für uns in die richtige Richtung gehen. Und wenn wir das europaweit regeln können, dann haben wir das Problem auch nicht, dass es hier Wettbewerbsverzerrungen gibt, sondern dann haben wir eben einen großen Binnenmarkt, der unter den gleichen Konditionen produziert und konsumiert. Und das, glaube ich, hat dann wirklich auch eine große, breite Wirkung. Und da gibt es in der Farm-to-Fork-Strategie viele Ansätze, die wir gerade begleiten, wo wir in den Konsultationen oder in den Arbeitsbesprechungen die Kommission in ihrem Vorhaben unterstützen, sei es die Herkunftskennzeichnung oder die erweiterte Nährwertkennzeichnung. Da sind Diskussionen, wo wir schon versuchen, im Sinne eines Verbraucherschutzgedanken die Ansätze voranzubringen, die das Ernährungssystem in die richtige Richtung entwickeln, die Verbraucherschutzgedanken, Transparenzgedanken aufnehmen. Wir sehen, dass die Kommission, und das wird eine sehr spannende Diskussion, vorhat, im nächsten Jahr ein verbindliches Ziel vorzugeben für die Sektoren in der Lebensmittelkette, was die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung angeht. Da ist bislang eigentlich nur für den Handel international festgelegt, dass es halbiert werden soll, und für die Konsumenten, was sehr, sehr schwierig ist, bei den Konsumenten so viele Akteure irgendwo in einen Veränderungsmodus zu bekommen. Aber beim Handel gäbe es dieses konkrete Ziel, in den anderen Sektoren gibt es so noch nicht. Ja? Also verbindlich halbieren bis 2030 für die Verarbeiter ist noch nirgendwo festgeschrieben. Da wäre es also schon wichtig, nehmen wir das als wichtige Aufgabe, die EU-Kommission hier bei diesem Vorhaben zu unterstützen, dass hier wirklich auch verbindliche Ziele festgelegt werden. Die EU-Schulprogramme werden gerade überprüft, ja, also der Absatz von Schulmilch, aber vor allen Dingen auch Gemüse und Obst. Da setzen wir uns dafür ein, dass es höhere Beträge gibt, vor allen Dingen für Gemüse und Obst, sehen wir als sehr sinnvoll an, wenn hier die europäischen Programme ausgebaut würden. Und es gibt
viele andere Ansatzpunkte, Stichwort Pestizidreduktion, wo wir, glaube ich, mit der Kommission in guten Gesprächen sind. Es gibt eine Konsultation zu neuen genomischen Techniken, wo wir deutlich machen, dass für uns das ein Gebiet ist, wo wir weiterhin Zulassungsverfahren haben wollen mit einer Risikoprüfung, einer Einzelfallrisikoprüfung, wo wir die Wahlfreiheit für Verbraucherinnen, aber auch für Landwirte oder auch für andere Bereiche konventioneller Art sicherstellen wollen, dass die zwischen Gentechnik frei und gentechnisch verändert halt das erkennen können und da auch wählen können. Also es gibt da viele sehr, sehr gute Ansätze und wir sind da in intensiven Austausch mit der Kommission. Danke schon mal. Sie müssen mir gleich aber noch mal helfen, denn natürlich, und das ist ganz klar, bei diesem Thema gibt es eine lange Latte von Dingen, die ganz wichtig sind. Und es ist auch sehr angenehm zu hören, dass wir jetzt ein Ministerium haben, was diese Dinge auch alle angehen möchte. Trotzdem noch mal ganz klar, wenn die Kollegen in Brüssel ihren Anruf nehmen und nur 2 Minuten Zeit haben, wofür setzt sich die deutsche Regierung im Rahmen des neuen Food System Law ein? Und ebenso gefragt auf nationaler Ebene. Sie haben schon gesagt, wie schwer es ist, sowohl unter dem Zeitdruck als auch in einer breiten Koalition in der Ampelregierung voranzuschreiten. Wo ist der Bereich, wo Sie mit Ihren Kompetenzen am schnellsten Beschleunigung ins System bringen können in den nächsten, ich sage jetzt mal, 18 Monaten? Also ich will einfach, weil es wenig Zeit ist, 3 Punkte herausgreifen. Das eine ist Umbau der Tierhaltung. Das ist für uns eins der prioritären Vorhaben, wo wir wirklich denken, da muss dringend was passieren und wo wir mit Hochdruck dran arbeiten. Das zweite ist die Förderung der ökologischen Landwirtschaft, also ein Anteil von 30% an der agrarischen Erzeugung ist das, was wir anstreben und dafür braucht es viele Maßnahmen, weil wir die Vorteile der ökologischen Landwirtschaft in Bezug auf Biodiversität in Bezug auf Bodenqualitäten, in Bezug auf Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, auf viele andere Dinge hier sehen und deswegen diesen Bereich voranbringen wollen. Und der dritte Punkt wäre dann jetzt die Erarbeitung der Ernährungsstrategie, die einen stärkeren Fokus eben auf die Konsumseite hat, also auf die pflanzenbetonte Ernährung, auf die Reduktion von kritischen Nährstoffen wie Salz, Zucker, Fett, aber auch einen großen Schwerpunkt in der Gemeinschaftsverpflegung setzt und hier die Lebensmittelverschwendung stärker bekämpfen möchte. Vielen Dank. Wie eben schon erwähnt, wir kommen jetzt der Diskussion zum Ende. Ich würde gleich Friederike übergeben, würde noch mal dem Panel sagen, wenn es noch irgendwas gibt, was ihr im Abschlusssatz sagen wollt, tut das. Und vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum mit der Bitte um Kürze, vielleicht an dich, Benjamin. Die Frage nach Zielkonflikten. Gibt es nicht wirklich reale Zielkonflikte, zum Beispiel Reduzierung Tierbestände, weniger organischer Dünger und dafür Not für mehr mineralischen Dünger? Ganz kurze Einschätzung dazu und sonst noch mal einmal für die letzten Worte, wer möchte. Ja, also Zielkonflikte gibt es klar, also zum Beispiel weniger Flächenausweitung bedeutet Intensivierung der bestehenden Flächen, was dann auch zu einem Diversitätsverlust zum Beispiel führen kann, solche Sachen. Bezüglich dem Stickstoff, bezüglich dem organischen Dünger, da muss man sehen, alles, was eine Kuh oder ein Schwein ausscheidet, das hat es davor gegessen. Ja? Das heißt, auch das wurde davor gedüngt. Das ist nur ein Kreislauf. Neuer Stickstoff kommt nur rein durch Kunstdünger oder durch Leguminosen. Das heißt, die Kühe helfen nicht, zu düngen. Sie tun bloß das, was sie davor gegessen haben, wieder ausscheiden. Und das sollte natürlich wieder dann zurück aufs Feld, aber es hilft nicht, das Problem an sich zu lösen. Und insgesamt geht in diesem Kreislauf auch immer was verloren, weswegen dann Tierhaltung eben auch insgesamt zu einem ineffizienteren, in Bezug auf Stickstoff ineffizienteren Gesamtproduktionssystem führt.
Und weitere Zielkonflikte, genau, es gibt sehr, sehr viele Zielkonflikte und das ist ein großes Problem, da dann eben Lösungen zu finden, die in Bezug auf mehrere Zielkonflikte gut abschneiden. Und die andere Möglichkeit ist, verschiedene Maßnahmen zu bündeln, sodass eine Maßnahme eine Entlastung zum Beispiel der Konsumenten bringt, wenn eine andere Maßnahme diese Konsumenten gleichzeitig stärker belastet. Und das ist dann die zweite Möglichkeit, um mit Zielkonflikten umzugehen. Danke. Möchte jetzt noch jemand etwas ergänzen? Ist irgendwas ungesagt geblieben? Dem scheint nicht so, Friederike, dann gebe ich wieder ab an dich und vielen Dank für eure Beiträge. Ja, genau, den Dank, den hätte ich jetzt auf jeden Fall auch ergänzt, nicht nur an unsere Podiumsgäste, sondern auch nochmal ganz explizit an die Referierenden der Impulse im ersten Teil. Ich möchte noch einmal auf den Ort von Julia Bartal kommen als der Wiege, das hat mir sehr gut gefallen und dachte ich, ist vielleicht ein guter Abschlussgedanke, dass sie gerade in der Geburtsstätte des menschlichen Getreideanbaus ist. Und ich glaube, was damals stattgefunden hat, war ja die sogenannte neolithische Revolution, also die Sesshaftwerdung der Menschen, die sehr eng mit diesem Prozess des Getreideanbaus verknüpft war. Und die Transformation, die wir aktuell vor uns haben und die wir alle mitgestalten, hat eine ähnliche, wenn nicht noch eine größere Dimension. Und ich hoffe, dass sozusagen, wollte zum Abschluss nochmal diese Dimension hereinbringen, weil ich glaube, die ist für die ganzen Maßnahmen, die wir diskutieren, im Großen wie im Kleinen relevant im Kopf zu haben, dass es nicht darum geht, hier auch im Klein-Klein zu verharren, sondern dass die Größe und die Dringlichkeit dieser Herausforderung eine Dimension hat, die menschheitsgeschichtlich ist, die nicht irgendwie in die normalen politischen Diskurs sozusagen einzuordnen ist, sondern die so an diesem Ort stattfindet, wie sie damals im Irak stattgefunden hat. Wie aber Transformation nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen und überhaupt auf allen Ebenen, Mikro, Meso, Makro gelingen kann, darum soll es auch morgen gehen. Wir haben auch heute Teil 1 abgeschlossen. Morgen soll noch mal mehr der Bogen vom Wissen zum transformativen Handeln gespannt werden. Wir laden Sie im Publikum ein, auch wirklich noch mehr interaktiv tätig zu sein. Es wird morgen deutlich mehr Austausch geben, deutlich mehr nicht nur Beteiligungsoptionen, sondern auch wirklich die Notwendigkeit, sich zu beteiligen. Und ich glaube, das wird nochmal sehr spannend. Wir werden auch sehr konkrete Initiativen kennenlernen, die sich auf den Weg gemacht haben. Also dieses Abstrakte, wie schaffe ich es denn zum Beispiel, die Planetary Health Diet ins Krankenhaus zu bringen? Das werden wir morgen beantworten. Oder auch, wie funktioniert eine solidarische Landwirtschaft? Oder wie kann man in einer Unikantine das Essen umgestalten? Also wirklich konkrete Beispiele, wie im Kleinen und im Großen Transformation gelingen kann und viele Anknüpfungspunkte auch für das eigene Wirken als Akteur dieses gesellschaftlichen Wandels. Und insofern freue ich mich auf eine Veranstaltung morgen. Die ist leider, wir mussten sie, weil wir es interaktiv halten wollen, von der teilnehmenden Zahl begrenzen, aber wir werden die Impulse der verschiedenen Initiativen aufzeichnen und wie auch diese Veranstaltung über die Website der Planetary Health Academy dauerhaft zur Verfügung stellen. Also falls Sie nicht dabei sein können, können Sie sich's gerne im Nachhinein angucken. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen erstmal einen schönen Abend, hoffentlich mit einem nährreichen und im Sinne der Planetary Health Diet gekochten oder zubereiteten Abendessen. Und wir sehen uns morgen oder in einem anderen Kontext. Vielen Dank in die Runde.